Dann darf ich ganz herzlich begrüßen zu den Berufsfeldertagen, die wir diese Woche stattfinden, online von der Uni für Bodenkultur. Mein Name ist Gudrun Schindler, ich bin vom Alumni-Verband und gemeinsam mit der Stefanie Drillig, muss man schauen, wo sie ist, vom ÖGLA haben wir das heute für Sie organisiert. Sie sehen die Lisa dabei, die ist ebenfalls zuständig für die Veranstaltung. Danke fürs Organisieren und für die Unterstützung. Berufsfeldertage finden zum ersten Mal statt in dieser Art. Wir haben 8 verschiedene Arbeitsbereiche, Felder oder Arbeitgeber zusammengesucht, um einfach einen breiten Überblick zu bekommen, auch damit viele Studiengruppen angesprochen werden. Wir hatten diese Woche zu Beginn den Außendienst, der vorgestellt wurde, dann ein Start-up-Unternehmen, wie das mit der Gründung funktioniert, oder gestern war Infrastruktur mit der ASFINAG. Und heute hatten wir um 15 Uhr schon die Stadt Wien da, die präsentiert hat, wie die Arbeitsbereiche bei der Stadt Wien ausschauen. Jetzt ist der Schwerpunkt der Landschaftsplanung, und zwar, wie es in einem Planungsbüro eben aussieht. Da gibt es 2 Vertreter, die das erzählen werden. Und es gibt dann noch eine Folgeveranstaltung, wo die Zukunftsthemen der Landschaftsarchitektur dabei sind. Die Ziviltechnikerkammer ist ebenfalls da und wird auch zu diesem Berufsbereich oder Feld Ziviltechnik erzählen. Für die nächsten Tage haben wir noch vor, die Nachhaltigkeit abzudecken und das Qualitätsmanagement. Und wir haben in Summe jetzt für diesen Block eine Stunde mal Zeit. Der Fachblock danach ist dann noch einmal so mit einer Stunde eingeschätzt. Die Fragen können wir über den Chat abhandeln, einfach reinschreiben, wenn es auftaucht. Und kurz vorweg jetzt zu den Verbänden. Also die Stefanie Drüglich ist vom ÖGLA und wir jetzt, oder ich bin vom Alumni-Verband. Also wir haben diesen Verband seit 15 Jahren, bald mit 4000 Mitgliedern. Und das Magazin oder der Alumni-Tag, Jahrgangstreffen, das sind alles unsere Aufgaben, wobei die Jobvermittlung schon eine der Kernaufgaben ist. Wir haben über 1400 Stellen, offene Stellen, die wir über die Jobbörse abwickeln. Und natürlich geben wir Veranstaltungen, wo Einblicke in die Berufswelt oder direkter Kontakt zu den Unternehmen möglich ist. Und dazu gehört eben diese Veranstaltung heute. ÖGLA, Stefanie, möchtest du vorstellen? Ja, gerne. Hallo auch von meiner Seite. Vielleicht, weil die Gudrun und ich so in dieser Absolventenverbandsblase sitzen, vielleicht erklären wir noch kurz. An der BOKU gibt es den BOKU-Alumni-Dachverband. Das ist der Verband für alle Absolventen, für alle BOKU-Absolventen. Und dann gibt es einzelne Fachverbände und die ÖGLA, das ist die Österreichische Gesellschaft für Landschaftsarchitektur. Das ist der Fachverband der Landschaftsplaner und Landschaftsarchitektinnen. Und den gibt es eigentlich schon sehr, sehr lang, länger, viel länger als den Alumni-Dachverband, weil den gibt es ja noch nicht so lang, wie die Gudrun schon erzählt hat. Es war aber ein ganz wichtiger Schritt, weil als, ich glaube, das ist auch zeitgemäß, dass eine Universität einen Absolventenverband hat und das erfüllt ja der Alumni-Dachverband wunderbar. Aber es braucht dann trotzdem immer so eine einzelne Spezialisierung auf die Fächer, weil die BOKU ist so breit gefächert. Dafür ist für unseren Fachbereich, die Landschaftsarchitektur, ist die ÖGLA da. Und wir haben uns in den letzten Jahren eigentlich sehr erfolgreich von einem kleinen, aber immer feinen, ein bisschen elitären Fachverband entwickelt zu einer sehr offenen, transparenten Plattform, wie wir jetzt sind. Mit einem mittlerweile 120.000 Umsatz. Also eine sehr große Organisation sind wir mittlerweile schon, mit 3 Angestellten. Davor war es ausschließlich ehrenamtlich organisiert. Das alles haben wir eigentlich in den letzten 4 Jahren geschafft, was ich schon sehr beachtlich finde und was mich auch sehr persönlich sehr freut, weil da auch ein paar Projekte dranhängen, die mir sehr am Herzen liegen, wie zum Beispiel das Haus der Landschaft, dass wir 2018 als Online-Plattform gegründet haben und mittlerweile auch schon einen Standort in Wien betreiben. Ich glaube, Näheres erkläre ich dann vielleicht später im zweiten Teil. So jetzt mal für den Überblick und fürs Hallo war das, glaube ich, Was mir genug. auch noch zum ÖGLA einfällt, diese Honorarrichtlinien, glaube ich, wurden ja auch durch die Arbeit des ÖGLA geschaffen und sind ja natürlich also Genau, eine Voraussetzung, wichtige. dass ich arbeiten kann und verrechnen kann. Also so wichtig sind die Interessensvertretungen, was man auch gar nicht weiß.
Und damit wir zwei Verbände nicht streiten, haben wir eine korrespondierende Mitgliedschaft eingerichtet. Das heißt, man kann das ankreuzen, ist bei beiden dabei und das funktioniert eigentlich sehr gut. Die Zusammenarbeit, vielen Dank an Stefanie eben auch für die Zusammenarbeit mit uns. Dann gehen wir jetzt über zur Veranstaltung heute, Zukunft planen, Einblicke in die Planungsbüros, Teil 1. Wie ist es, in einem Planungsbüro zu arbeiten? Das ist so die erste große Kernfrage und diesen Einblick gibt uns Alice Grössinger als erstes von Idealis Landschaftsarchitektur. Sie erzählt zur Gründung vom Büro, zu den Meilensteinprojekten und Tipps zur Branche und auf sie folgt dann der Franz Grossauer. Er hat Erfahrung in dem Bereich, mehrere, also viele Jahre, weiß nicht wie viel, aber länger im Geschäft sozusagen und hat seine Sichtweise zu dem Planungsbüro, die er uns dann gibt. Und wenn wir die zwei gehört haben, ist dann die Ziviltechnikerkammer da, wo der Herr Diplom-Ingenieur Robert Kramer zu dem Berufsfeld Ziviltechnik noch erzählt. Dann darf ich Annalise Grössinger übergeben. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mich würde natürlich interessieren, wer da im Auditorium schon an Selbstständigkeit denkt. Vielleicht kann da mal, können da die Leute die Hand heben oder ist es schon ein Thema? Ich versuche da einen kleinen Einblick zu geben. Einer. Okay, sehr schön. Wer bin ich? Alice Grössinger. Ich habe ein Ziviltechnikerinnenbüro, habe das Büro Idealis Landschaftsarchitektur und bin Ingenieurkonsulentin für Landschaftsplanung und Landschaftspflege, so heißt es. Heute zum heutigen Thementag freue ich mich da zu meinem Berufsfeld oder zum Berufsfeld der Landschaftsarchitektur etwas sagen zu können und ja, mal herzlich willkommen zum Einblick in die Selbstständigkeit. Wer ist Idealis? Wie ist unsere Philosophie? Wir versuchen immer einen Schritt vorauszudenken. Ja? Wir wollen aus Freiraum Orte kreieren, wo Geschichten entstehen und erzählt werden. Und unsere Devise, vor allem meine Devise, ist: Mit ein bisschen Magie und Imagination geht alles. Wir wollen wirklich, so wie da auf dem Bild, alles im Wunderland, Wunderwelten erschaffen und kreieren. Und das ist wirklich immer unser absolutes Ziel in der Gestaltung, dass wir etwas schaffen, was es noch nicht gab und was die Leute überrascht und wo sie immer wieder was Neues entdecken können. Wie schaffen wir das? Ja, da braucht man natürlich ein Team dazu. Es gibt ein fixes Team bei mir, die Leute sind angestellt. Es gibt zwei von den Personen, die da abgebildet sind, die selbstständig sind. Und wo wir im Werkvertragsverhältnissen miteinander arbeiten. Einer davon war ein ehemaliger Mitarbeiter von mir und hat jetzt ein eigenes Büro. Und es gibt natürlich in der Selbstständigkeit, wenn man ein Büro leitet, ein erweitertes Team. Das ist quasi das unsichtbare Team. Ja? Es braucht jemanden, der die Buchhaltung macht, die Lohnverrechnung, die Unternehmensberatung und Steuerberatung, es braucht einen Bankberater, es braucht für das Visuelle eine Grafikerin oder einen Grafiker, es geht bis zum Versicherungsmakler, man braucht eine Haftpflichtversicherung, es ist nur eine von Versicherungen, die man braucht für die selbstständige Tätigkeit. Wir haben einen EDV-Support, wir arbeiten mit Multimedia-Firmen zusammen, wo es um Homepages geht, dann braucht es PR und Pressebeauftragte, Fotografen, Filmemacher sogar. Wir haben auch einen Imagefilm vor 2 Jahren machen lassen. Und was braucht es auch in der Selbstständigkeit? Viele gute Freunde, ja, die einen beraten, wenn es mal ein bisschen schwieriger ist. Ja. Das hat mir immer sehr geholfen. Weil selbstständig sein ist nicht immer ganz einfach. Es macht zwar viel Freude, aber man muss sich auch was trauen. Ich bin zu den drei Themen Bürogründung, Meilensteinprojekten und Tipps für die Branche gefragt worden. Das habe ich so vorbereitet. Wir arbeiten vorwiegend in der Objektplanung. Wir machen sehr viele Wettbewerbe und Masterplanungen, Beteiligungsprojekte und Prozesse. Auch Forschungsarbeiten und
Design und Grün, Ausstattungselemente entwerfen wir selber meistens. Ich habe 1997 mein Studium abgeschlossen und nach 4 Jahren Mitarbeit in verschiedenen Planungsbüro habe ich 2001 ein technisches Büro für Landschaftsarchitektur gegründet und war viele Jahre bei der Wirtschaftskammer. Erst 2019 bin ich umgestiegen in die Ziviltechnikerkammer. Das heißt, ihr seht da anhand meines Büros die 2 Befugnisse, die es gibt, mit denen man arbeiten kann. Einerseits das Ingenieurbüro für Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur wurde jetzt vor einigen Jahren umgenannt. Damals war es noch ein technisches Büro für und die Ingenieurkonsulentin für Landschaftsplanung und Landschaftspflege bei der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten. Ja. Also 1 und 2 Varianten ergibt dann Idealis. Also wenn da wer spezielle Fragen dazu hat, ich kann zu beiden was sagen. Warum habe ich das gemacht? Das ist vielleicht das Interessantere. In meinen 4 Jahren als Mitarbeiterin habe ich kaum Anstellungsverhältnisse gekriegt. Und mir hat für die Befähigungsprüfung oder den Befähigungsnachweis bei der Ziviltechnikerkammer haben mir noch ein paar Monate im Angestelltenverhältnis gefehlt. Und ich hatte alle Arten von Anstellungen und Arbeitsverhältnissen vom Werkvertrag, freien Dienstvertrag, geringfügig angestellt, voll angestellt und so weiter und so fort. Das ist sich aber nicht ausgegangen. Und bei der Wirtschaftskammer konnte man sich damals die freien Dienstverträge anrechnen lassen und deswegen gab es für mich nur die Option, das technische Büro zu machen. Es wurden dann einige Jahre später das Ziviltechnikergesetz, wird vielleicht Herr Kramer noch was sagen, dazu hat sich geändert und ich habe dann noch ein paar Jahre gewartet oder war so beschäftigt mit der alltäglichen Arbeit, dass ich erst 2019 zu den Ziviltechnikern dazu gegangen bin. Ich musste 2-mal die Prüfung machen, auch Fragen zur Prüfung kann ich gerne beantworten bin aber jetzt wirklich froh, dass ich jetzt endlich bei der Ziviltechnikerkammer bin, weil das so mein Heimathafen immer war. Ich auch immer schon Schulungen und viele Kontakte zur Kammer hatte über viele Architekten, mit denen ich zusammenarbeite. Ja, das ist der Werdegang meines Büros. Ich empfehle jedem, sich das nicht unbedingt 2-mal zu machen, ja, sondern nur 1-mal, weil es bedeutet auch, dass man immer seine Logos ändern muss und so weiter und so fort. Ja. Es ist auch ein bisschen ein Mehraufwand. Zu den Meilensteinprojekten. Wir sind ein Büro, ich habe von Anfang an immer Wettbewerbe gemacht, sehr viele Wettbewerbe. Deswegen habe ich heute 3 Projekte ausgesucht, die jeweils ein Wettbewerbsgewinn waren. Und möchte aber da noch sagen, dass bei diesen Meilensteinprojekten auch die Zusammenarbeit mit den Architekten und Architektinnen und mit den anderen Fachplanern immer sehr wichtig war. Zum ersten Meilensteinprojekt, das war das Landesklinikum Klagenfurt, kennt vielleicht jemand, wenn er aus Kärnten ist. Da haben wir 2003 den ersten Platz gemacht und das Projekt hat 7 Jahre gedauert. Es war ein sehr großes Projekt. Ich habe viel gelernt. Ja. Ich habe mit allen Arten von Fachplanern zu tun gehabt, auch mit dem Medizinplaner bis zum Küchenplaner wurde alles abgestimmt. Es war ein sehr gut strukturiertes Projekt. Ich habe angefangen von der Layerstruktur über Projektabläufe, über Änderungsanträge, über Verträge und so die klassischen Projektschritte sehr, sehr viel gelernt. Ja. Eine interessante Geschichte, der Hof, den ihr da auf dem Bild seht, es gibt im Krankenhaus 16 Innenhöfe, die wir gestaltet haben und einen großen Park rundherum. Es war mal angedacht, einen Rasen zu machen in den mittleren Höfen und da musste ich mit dem Medizinplaner
besprechen, wie das ist, wenn der Rasenmäher durch den Gang fährt. Also es gibt immer so Schnittstellen und das ist das super tolle, spannende an unserem Beruf, finde ich, wo man einfach mit so vielseitigen Themen immer konfrontiert ist und gerade bei Krankenhäusern auch mit Hygiene, das war ein Riesenthema. Bei so großen Projekten gibt es auch manchmal Vorstellungen, bin ich auch wo dran gestoßen, wo ich herausgefordert wurde, Gesetze einzuhalten. Das ist unsere absolute Pflicht als Planer. Und da muss man sich manchmal auch abgrenzen, ja, und sagen, na, das mache ich jetzt nicht. Oder ist nur so ein kleiner Tipp, dass man wirklich immer konform geht mit Dingen, auch wenn Wünsche da sind, die nicht immer machbar sind. Ja. Und was ihr hier seht, wir haben da ein Arboretum gemacht mit sehr vielen verschiedenen Bäumen, alles natürlich getestete Bäume, Baumarten. Ich gehe heute nicht so auf die Details der Projekte ein, das ist nicht das Thema heute, aber was ihr da seht, ist links oben dieses Bild mit dieser Riesenmaschine. Das ist einer der Höfe von diesen vier Höfen. Das hat circa 3 Jahre gedauert, vom Baubeginn bis zu der Zeit, wo das Haus gestanden ist, bis der Gärtner wirklich dann vor Ort war. Ja. Man muss dann aber trotzdem immer zwischenzeitlich was planen und auch diese Stunden mit einberechnen, ja, weil es gibt dann Abstimmungen mit Haustechnik oder sonstigen Planern. Warum war das für mich so ein wichtiges Projekt? Weil danach haben wir ein Folgeprojekt gekriegt, das Thermenklinikum Baden und das Landespflegeheim in Baden. Das ist ein gemeinsames, auch circa in der gleichen Dimension ein Projekt. Das war kein Wettbewerb, da haben wir vom Wettbewerbssieger Architekturbüro, das war das Büro Moser, und Pfeilarchitekten eine Anfrage gekriegt, weil wir eben schon so ein großes Krankenhausprojekt gemacht haben. Also auch das ist immer wichtig, dass man Projekte macht oder es ist irrsinnig schön, wenn man dann Nachfolgeprojekte kriegt. Wie viel Zeit habe ich noch? Wenig. Ich glaube, es ist sehr interessant. Das zweite Meilensteinprojekt werden wahrscheinlich viele kennen. Das ist der Aspern D12, unser sogenannter Canyon. War auch ein erster Platz, ein Bauträgerwettbewerb. Diesmal eine andere Art von Wettbewerbsverfahren. Mir war da so wichtig, hier einen Kinder- und Jugendspielplatz der anderen Art zu machen. Ja? Und dann diese Fläche, die zur Verfügung stand, nicht mit Geräten auszustatten, sondern auf die Architektur einzugehen. Das ist eine Mischbauweise Holz und Beton. Aber vorwiegend durch die Holzfassaden haben wir hier alles verkleidet. Auch die Brandrauchentlüftungen von der Tiefgarage sind verschwunden in diesem Element. Und es ist einfach so vielseitig nutzbar. Und im Gegenzug dazu gibt es eben Innenhöfe, die ganz grün gestaltet wurden und dort, ich finde, das ist ein wirklich gutes Beispiel, wo das super funktioniert. Hier sind die privaten Terrassen dahinter und da haben wir so Hügel, die stark bepflanzt sind, gemacht und das funktioniert wirklich super gut als grüne Oase und andererseits als Spielort. Und das Schöne an diesem Projekt ist, Wir konnten da wirklich unsere dreidimensionale Gestaltung umsetzen. Das war einerseits sehr schwierig, weil da sehr viele Schrägen zusammengekommen sind. Wir haben aber viel zu viele Stunden gebraucht, ja, also kalkulatorisch fast 1000 Überstunden, die niemand bezahlt hat. Aber für uns, das war mir immer klar, war es ein Projekt, das einen Beispielcharakter hat, ja, oder im Büro sagt man halt, es gibt ein paar wenige Lieblingsprojekte, da ist es nicht so, mir war es nie so wichtig, dass ich viel Geld dran verdiene oder auch wenig Geld dran verdiene, in dem Fall gar keines, aber wir haben wirklich schon sehr, sehr viele Preise gekriegt für dieses Projekt, auch die Architekten, aber auch wir für den Freiraum und wir hatten vor ein paar Jahren die Anfrage von Sauerbruch-Hatten Architekten, Innovatio und Profund. Das ist ein Bauträger aus Deutschland und eine Entwicklungsgesellschaft aus Deutschland.
Sauerbruch hatten, sitzen in Berlin. Die haben sich D12 angeschaut und bauen gerade in Mannheim einen Wohnbau und waren so begeistert, dass sie uns für dieses Projekt haben wollten. Ja? Und das ist jetzt gerade in der Ausführungsplanung in Mannheim ein großes Wohnquartier. Ja? Und das macht dann so wirklich Freude, wenn man sieht, da kommt was weiteres draus. Und es ergeben sich eben Nachfolgeprojekte. Und das dritte Meilensteinprojekt ist Mio, ein einlässiger Typ, dein lässiger Typ, so heißt das Projekt, war auch ein Wettbewerbssieger für ein Quartiershaus im Sonnenwendviertel, kennen vielleicht auch schon einige von euch, vor allem diesen Park, den Helmut-Zilk-Park, kennen vielleicht viele. Das ist das Tolle an der Landschaftsarchitektur, wenn man schon länger im Business ist. Also wir haben 2005 schon bei diesem Wettbewerb für den Park mitgemacht und damals einen Ankauf gekriegt und kannten dann 10 Jahre später natürlich das ganze Projektentwicklungsgebiet und haben uns dann sehr gefreut, dass wir hier dieses Quartiershaus gewonnen haben. Wir haben auch ein zweites Quartiershaus gewonnen. Und so sieht das aus. Die Gestaltung ist sehr zurückgehalten. Es gibt einen großen Quartiersbaum, der als Anziehungspunkt für 3 Wohngebäude dient und einen Hof von 3 Hofteilen eben bildet. Das wird super gut angenommen. Da oben gibt es noch eine Dachterrasse. Warum weiß ich, dass das so gut angenommen wird? Weil wir vor einem Jahr hier hereingezogen sind mit unserem Büro und ich täglich darunter schauen kann und schauen kann, was da im Hof alles los ist. Also die Planung ist voll aufgegangen, das funktioniert super. Da seht ihr ein paar Imagebilder oder Eindrücke, wie das hier oben ausschaut. Auch die Leute bepflanzen sich das schon fleißig selber. Und das Schöne an diesem Projekt ist, dass wir hier jetzt wirklich miterleben dürfen, wie sich es entwickelt. Und wir haben gerade vor 2 Wochen unsere 20-Jahr-Feier gemacht. Idealis gibt es jetzt seit 20 Jahren und haben die auf dieser eben Dachterrasse oben gefeiert und haben auch jetzt vor kurzem den Build Architecture Award gekriegt für das beste Landscape Architecture Design Studio in Mitteleuropa und für die Best Neighborhood Center Design Project, nämlich für den Mio Market. Also das hat mich auch sehr gefreut. Ja. Das war unsere Mini-Corona-Feier. Ja. Jetzt zu den Tipps für den Büroalltag, wenn man sich selbstständig machen will und einfach schauen muss, wie kommt man mit der Finanzierung über die Runden. Und traue ich mich das, in die Selbstständigkeit zu gehen? Ja, man muss sich's trauen und einfach selber machen. Ja? Also es macht sonst niemand anderer für einen. Es braucht Engagement und vor allem die Liebe zur Sache. Also man muss wirklich das wollen und was bewirken wollen mit dem, was man arbeitet. Bitte nützt die Chancen, ja, die sich ergeben, auch wenn manchmal was jetzt nicht sofort so ausschaut, als würde es einen großen finanziellen Gewinn geben. Es gibt dann oft, wie ich heute schon gezeigt habe, andere Vorteile. Die Freude an der Arbeit und dann auch die Verantwortung übernehmen zu wollen. Ja, das ist, glaube ich, so ein wichtiger Schritt als Selbstständiger, weil man nicht sagen kann, okay, soll der Chefin oder der Chef entscheiden, ich kümmere mich nicht drum. Nein, man muss sich um alles kümmern. Ja. Einsatz zeigen, Durchhaltevermögen, viele Nächte durcharbeiten. Also es ist sicher kein Job, in dem man den Bleistift einfach fallen lassen kann um 17 Uhr. Und was ich jetzt in den letzten Jahren merke, ist, dass man permanent dazu lernen wollen muss. Ja? Weil man lernt laufend was dazu. Ja? Und das ist das Schöne, weil es hört nicht auf, es gibt immer wieder neue Sachen. Dieses Bild habe ich noch ausgesucht. Das ist der Science Park in Linz. Vielleicht kennen den welche. Da haben wir so eine Streifenmuster und auch Lampendesign und alles Mögliche geplant. Und es gab in der, nach ein paar Jahren Planungszeit, irgendwann mal die Aussage von den Bauherren, naja, wir wissen ja gar nicht, ob wir die Streifen überhaupt wollen. Ja. Es war aber das Gesamtkonzept und
ich will nur damit sagen, ich bin dann dort wirklich mal und habe wirklich gesagt, okay, wenn das jetzt nicht kommt, obwohl wir schon so viele Umplanungen und Einsparungsvorschläge mit weniger Streifen und so weiter gemacht haben, dann gehe ich jetzt raus und dann bin ich aus dem Projekt draußen. Ja? Und man muss auch manchmal seine Grenzen setzen können, weil es bedarf aber auch des Einfühlungsvermögens, wer kann das, also wie kann das Gegenüber das aufnehmen. Ja? Die waren dort so schockiert, dass sie gesagt haben, nein, dann machen wir es eh. Ja? Und es war ja auch alles von den Kosten freigegeben und so. Aber wenn ich das damals nicht gesagt hätte, wäre das hier eine Beton-, eine Asphaltwüste und sonst gar nichts. Ja. Jetzt zu den Tipps. Das Positive an der Selbstständigkeit. Ich kann meine eigenen Ideen umsetzen. Die Herausforderung dabei ist, ich muss meinen Fokus auf ganz vielfältige Tätigkeiten setzen. Ich bin nicht an Vorgesetzte gebunden als Selbstständige, dafür aber an die Auftraggeber. Ja, und ich muss sehr wohl auch Dinge beachten und tun, die Auftraggeber wollen. Ja, und einerseits positiv natürlich, ich kann mir mein Team selber aussuchen. Ich muss aber auch so stressresistent sein, dass wenn wer ausfällt oder wer kündigt, ich das sofort abpuffere. Ja. Natürlich kann ich alles selber entscheiden als Selbstständige. Ich muss aber auch dafür gerade stehen, habe ich vorher schon erklärt, auch mit der Haftung. Ich brauche deswegen auch ein breit gefächertes Fachwissen, muss mich permanent weiterbilden. Ich brauche, das ist mein persönlicher Tipp, eine gute Vernetzung mit Menschen, die ich fragen kann, wo ich schauen kann, wo ich weiß, wem kann ich fragen, wenn es inhaltliche Themen gibt. Ja? Und auch wen kann ich fragen, wenn ich selber nicht mehr so weiter weiß oder auch Aufträge brauche. Ja? Dann die Kosten und die Wirtschaftlichkeit sind wichtig und ganz wichtig, ein gutes Zeit- und Organisationsmanagement. Ja? Das braucht man unbedingt als Selbstständige. Und warum ist das so wichtig? Mit wem arbeiten wir zusammen als Landschaftsarchitektinnen? Mit ganz unterschiedlichen Disziplinen. Architektur natürlich, Raumplanung, Verkehrsplanung, Statik, Haustechnik sind so die ersten Dinge, an die man denkt. Aber es sind auch sehr oft Soziologen. Es ist auch die Kulturtechnik, erwähne ich, weil wir hier auf der BOKU sind. Bitte vernetzt euch so schnell wie möglich mit Kulturtechnikern. Es ist Elektro- und Beleuchtungsplanung, Multimedia, Marketing, Biologen, Künstler. Es ist so vielfältig und das ist das Schöne am Beruf. Und mein vorletztes Blatt, die Conclusio von diesen Tipps, baut euch euer eigenes Netzwerk auf, sobald als möglich, schon während dem Studium. Engagiert euch, geht zu Vorträgen, nutzt alle Angebote auf der Uni. Nicht nur die für die Landschaftsarchitektur, weil ein selbstständiger Landschaftsarchitekt oder selbstständige Landschaftsarchitektin bedeutet, dass man viele Jobs hat. Ja? Man muss sich um die Human HR kümmern, Human Resources, also um die ganze Mitarbeiterführung, um die PR. Man muss Führungsqualitäten haben, man muss Projektmanagement machen, Büromanagement. Ich muss alles, was mit Kosten zusammenhängt, Honorarwesen und Controlling, mich mit dem auseinandersetzen, natürlich mit den Steuern und mit den Sozialabgaben und mit allem anderen Sozialen dabei. Und das ist die Herausforderung. Also ich mache mittlerweile einen ganz anderen Job, als ich den am Anfang meiner Karriere gemacht habe. Ja. Ich wünsche allen viel Freude für die Selbstständigkeit, falls jemand diesen Schritt wagt, und ganz viel Erfolg und in der Umsetzung von vielen Ideen, sei es jetzt für Ausstattungselemente, für die Pflanzplanung, für das eigene Design, und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Alice Grössinger. Bitte noch da bleiben, weil schon ja. Fragen kommen, würde ich gleich so 2-3 Fragen anschließen. Die erste war die Software. Welche Planungssoftware wird verwendet? Wir arbeiten mit AutoCAD und natürlich die ganze Adobe Creative Suite, also vom Photoshop angefangen bis InDesign und Illustrator. Wir verwenden auch Rhino für 3D-Programme. Auch das ist was, man glaubt, man kann so einfach anfangen, alleine habe ich auch gemacht, alleine mit einem Computer. Und
Aber wenn man dann ein Büro hat, das sind solche Kosten, die Programme sind wirklich teuer. Ja? Vor allem, wenn man es dann für mehrere Mitarbeiter braucht. Und ich will eigentlich seit Jahrzehnten auf Vectorworks umsteigen, aber aufgrund der permanenten, weil wir so viel zu tun haben, wir haben laufend 50 Projekte, ist irgendwie nie die richtige Zeit dafür gewesen. Aber vielleicht kommt es noch, weil jetzt ist die neue Herausforderung das BIM und da müssen wir uns jetzt auch entscheiden, auf welches Programm wir umsteigen werden. Ja. Ob wir Revit nehmen oder ob wir mit Vectorworks das dann machen werden. Ist jetzt die Ausbildung an der BOKU im Planungsbereich bei der Software eigentlich ausreichend, das AutoCAD, oder muss man da dazu Kurse dazu machen? Also kann ich jetzt nicht ganz genauso beurteilen. Ich habe zwar auch früher mal solche Kurse gemacht, CAD-Kurse auf der BOKU, aber es ist auf alle Fälle gut, wenn man sich so viel wie möglich selber lernt. Weil es ist Learning by Doing, ja, das ist das Wichtigste. Und es gibt mittlerweile so viele gute Videos, wo man sich wirklich auch einiges aneignen kann. Nächste Frage von Bernhard. Welche finanziellen Herausforderungen kann man ungefähr erwarten, wenn man die Selbstständigkeit im Bereich der Landschaftsarchitektur anstrebt? Ja, habe ich schon gesagt. Wenn man alleine anfängt, ist es und im Homeoffice arbeitet, sind es die Computerkosten und ein paar Programme. Ja. Wobei so ein AutoCAD, eine AutoCAD-Lizenz hat früher oder auch Vectorworks mindestens 5.000 Euro gekostet. Ja. Ich weiß die derzeitigen Preise nicht, aber AutoCAD ist ziemlich raufgegangen, Vectorworks ist auch teurer geworden, aber man braucht ja je nachdem, was man machen will, ein Ausschreibungsprogramm, da gibt es auch eigene ABK oder wie sie nicht alle heißen. Die Creative Suite kostet ein paar tausend Euro, wenn man das alles offiziell machen muss, dann braucht man da schon ein Budget. Ja. Wenn man jetzt eine Versicherung noch dazu braucht, Haftpflichtversicherung, Büromiete und Mitarbeiter. Ja? Also das kostet dann. Ja? Ich habe auch mal schon ein paar Mal einen Vortrag gemacht auf der BOKU, wo ich genau gezeigt habe, was sind die Mitarbeiterkosten. Ja? Also man kann sagen, vom Nettolohn eigentlich das Doppelte, was es dann wirklich kostet. Ja? Also wenn jemand 2.000 Euro verdient, kostet es eigentlich fast 4.000 Auftrag, dem Dienstgeber. Ja. Ich kann keine genaue Zahl sagen, weil das natürlich von Mieten und so Dingen abhängig ist. Und wenn man klein anfängt und kleine Projekte am Anfang hat, ist die Versicherungssumme nicht so hoch. Ja. Wenn man sich für 1,5 Millionen Euro versichern lassen muss, wie wir es jetzt brauchen für größere Projekte, da ist man schnell mal bei einer Jahressumme von bis zu 16.000 Euro, ja? Nur für die Haftpflichtversicherung. Also, aber wenn es da Detailfragen gibt, kann ich gern das näher ausführen. Eine Frage noch und dann gehen wir zum nächsten Vortrag. Und zwar eine ganz wichtige, wenn man jetzt über einen Werkvertrag bei einem Projekt eingebunden ist, ist man ja auch selbstständig. Braucht man dafür dann schon ein eigenes technisches Büro oder die Ziviltechnikerprüfung? Ja, braucht man. Das ist auch der Grund, warum ich alle meine Leute anstelle, weil ich das jedem ersparen will, dass man sich dann da so lange herumtut und dass es schwierig wird. Man kann schon Werkverträge machen, aber nur für bestimmte Dinge. Das Planungsgewerbe ist ein geschütztes Gewerbe. Man darf nicht auf Werkvertrag ohne Befugnis etwas planen. Man darf ein Plakat erstellen oder eine grafische Ausarbeitung machen. Ja, das sind so die Klassiker, dass man sagt, okay, wenn wer jetzt einen Blütenkatalog zusammenstellt oder irgendeine Präsentationsmappe macht, dann ist das ein Werk. Es muss ein einzelnes Werk sein. Da gibt es ganz genaue Formalitäten, genauso wie auch für den freien Dienstvertrag. Aber an und für sich dürfen Leute ohne Befugnis nicht auf Werkvertrag arbeiten. Für die Planungstätigkeit. Ja. Super. Auch keinen Vorentwurf, ja, das ist ganz klar geregelt. Das war ganz wichtig, danke für die Beantwortung. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Franz Grossauer zu seiner Präsentation. Und
Fragen, die noch übrig geblieben sind, nehmen wir mit dann in die nächste Runde. Okay, danke. Dankeschön. Ja. Dann auch von meiner Seite schönen Nachmittag und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich auch dabei sein darf und mich an mein Büro vorstellen darf. Es ist wieder eine sehr nüchterne Textpräsentation. Ich habe den Fokus darauf gelegt, einmal zu sagen, wo komme ich her, was ist unsere Arbeit und was hat mich geprägt so in diesen 23 Jahren, seit ich selbstständig bin. Mir hat sich das Ganze entwickelt. Ich habe 1989 mein Studium abgeschlossen, also etwas früher als der Alice, war während des Studiums danach auch angestellt in einem Architekturbüro, knapp 11 Jahre. Und dieses Architekturbüro hatte eine eigene Abteilung für Raumplanung und Landschaftsplanung. Und da habe ich sozusagen mein Handwerk gelernt. Habe dann relativ früh auch die Ziviltechnikerprüfung gemacht. Das war 1996, das war der zweite Lehrgang sozusagen. Wir dürfen nämlich erst seit 1995 diese Ziviltechnikerprüfung in unserem Fach ablegen. Davor gab es das nicht. Und nach den 10 Jahren wurde es dann schwierig in dem Büro. In verschiedener Hinsicht, die Frustration wurde für alle Beteiligten immer größer, bis hin zu vielen Gehaltszahlungen und so weiter. Und da kam der Schritt dann in die Selbstständigkeit, nämlich von allen dreien, die zu diesem Zeitpunkt die Ziviltechnikerprüfung hatten, ein Architekt, ein Raumplaner und eben auch ich. Und wir haben uns ziemlich gleichzeitig selbstständig gemacht, hatte parallel dazu aber noch laufen ein Postgraduate-Studium in Salzburg auf der Uni für geografische Informationssysteme. Das habe ich dann noch 2000 abgeschlossen. War dann einige Jahre vor allem schwerpunktmäßig in der Gemeindeplanung tätig und habe dann irgendwie auch immer schon versucht, sozusagen an die BOKU zurückzukehren, die Lehre. Das war etwas, was mich immer sehr interessiert und fasziniert hat. Und ich habe eigentlich immer den Wunsch gehabt, zurückzukommen auf die Alma Mater Viridis und hatte dann die Möglichkeit, 2007 am Institut für Raumplanung einzusteigen als freier Mitarbeiter, also Projektmitarbeiter, muss man sagen, plus ein wenig Lehre. Im Projekt zur Raumplanung war das konkret. Und 2 Jahre später hatte ich dann die Chance auf einen Senior Lecture Job, den ich immer noch ausübe und bin da 20 Stunden am Institut tätig. Und seit 2017 bin ich zusätzlich alle 2 Jahre an der Donau-Universität in einem Lehrgang für den Bereich Raumplanung zuständig. Ich habe ja auch eine Seite in Bezug auf die Mitgliedschaft. Und da, warum? Das hat ja Alice auch schon angesprochen. Es ist ganz wesentlich, meiner Meinung nach, sich zu engagieren, vor allem auch in der Selbstständigkeit. In verschiedenen Bereichen. Ich bin schon seit sehr langer Zeit bei der ÖGLA, bin ich aber nur einfaches Mitglied, bin nicht wirklich aktiv im Vorstand oder so. Aber ich finde es ganz wesentlich, dabei zu sein. Man erhält Informationen über aktuelle Dinge, man kann mitgestalten. Eigentlich das gesamte Berufsfeld, die Berufsausrichtung. Wirklich aktiv bin ich in der Bundeskammer tätig. In der Bundesfachgruppe Raumplanung, Landschaftsplanung und Geografie bin hier Vorstandsmitglied und wir machen fast jedes Jahr ein eintägiges Planertreffen, sozusagen ein Forum, einen Vortragstag, wo wir immer selbst organisatorisch tätig sind und das möglichst in unterschiedlichen Bundesländern. Wir sind natürlich engagiert in Bezug auf die Weiterentwicklung unserer Berufssparten. Auch wir haben uns sehr intensiv zum Beispiel mit der Honorarordnung beschäftigt, die ja für die Ziviltechniker wiederum ein eigenes Ding sind. Also ich empfehle sehr, sich dazu engagieren, weil es für einen selbst etwas bringt, aber weil man selbst sich auch einbringen kann und so für den eigenen Berufsstand etwas tun kann. In welchen Bereichen sind wir tätig? Wir sind sehr breit aufgestellt. Das ergibt sich aber fast automatisch sozusagen aus der Lage meines Büros. Ich bin in Gmünd zu Hause, also sehr in der Peripherie.
wo man sich schwer tut mit einer Spezialisierung. Das ist, wenn man hier sozusagen überleben will und reüssieren will, muss man eigentlich breit aufgestellt sein und möglichst viel abdecken. Natürlich sind wir in der Freiraumplanung tätig, in sehr verschiedenen Bereichen. Ich habe aber auch eine Kooperation im Bereich der Raumplanung mit dem erzählte Kollegen Borsch, mit dem ich auch gemeinsam damals im Architekturbüro gearbeitet habe, für den ich sehr viel mache im Bereich Grundlagenforschung, Landschaftskonzepte. In Niederösterreich diese Spezialität der Offenlandfläche, Flächen sehr intensiv betreue. Wir machen auch klassische Landschaftsplanung vom Baumkataster bis hin zu Naturschutzprojekten. Ich bin seit vielen Jahren auch für das Land Niederösterreich tätig im Bereich der Beratungsleistungen für die Baudirektion Ortsbildpflege seit 1991, für Natur im Garten seit 1999 und für das NÖ Familienland. Die schreiben regelmäßig Spielplätze aus und Schulfreiräume, die dann gefördert werden. Da bin ich einer der wenigen Planer, die regelmäßig dabei sein dürfen und diese Schulfreiräume, Spielplätze dann auch planen dürfen. Ja, in dem Lehrtätigkeit an der BOKU und an der Donau-Uni. Und aufgrund dieser Lehrtätigkeit hat sich für mich auch einiges ergeben in Bezug auf Publikationen. Wir haben am Institut in den letzten 3 Jahren 2 Lehrbücher herausgebracht, wo ich einige der Beiträge auch mitgestalten durfte. Habe auch schon international publiziert mit dem Fokus, wenn es mir gelingt, auch in der nächsten Zeit noch das Doktorat zu machen. Und wenn man international publiziert, dann wird man automatisch auch zum Peer Reviewer und hat dann die Gelegenheit, aufgrund der Reviews auch zu sehen, was die Kolleginnen und Kollegen international so treiben in dem eigenen Fachbereich. Und gutachterliche Tätigkeit ergeben sich hin und wieder, vor allem in den Bereichen Landschaftsökologie, Ökologie und Naturschutz. Was ist wichtig? Was ich allen mitgeben möchte, die noch studieren und sozusagen vor der Selbstständigkeit stehen, und das hat auch die Alice schon angesprochen, nehmen Sie alles auf, was Sie beim Studium kriegen können. Verschaffen Sie sich eine breite Wissensbasis und gerade im Studium der Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur ist das ja schon vom Curriculum her vorgegeben. Das halte ich für sehr, sehr wertvoll. Wir lernen auf der BOKU das vernetzte Denken. Das halte ich für eines der ganz großen Stärken unseres Studiums. Wir haben nicht diesen einen Fokus auf die Botanik, auf die Geologie, auf die Statistik oder auf die reine Landschaftsarchitektur im engsten Sinne, sondern wir bekommen eine sehr breite Basisausbildung. Das war auch damals schon zu meiner Studienzeit so und das ist eigentlich auch immer noch so. Und das ermöglicht uns dieses vernetzte Denken, das so wesentlich ist für unsere Branche und auch meiner Meinung nach für das zukunftsorientierte Planen und Arbeiten. Ein Netzwerk zu etablieren, das ist auch etwas sehr Wichtiges. Auch das hat Alice schon angesprochen. Auch schon studienübergreifend, aber natürlich auch innerhalb des Studiums arbeitet man ja bereits mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Daraus ergeben sich meist schon sehr, sehr interessante Kooperationen, die dann oft weit über das Studium hinaus halten. Das war auch bei mir so, zum Beispiel Charlie Grimm ist ein Begriff, auch hat auch in Wien ein etabliertes Büro, mit dem ich schon vom Studium her zusammenarbeite. Er war auch mein Tutor sozusagen, als ich als Erstsemestriger begonnen habe und wir arbeiten immer noch zusammen. Und diese Netzwerke beginnen schon während des Studiums und das passiert oft automatisch, aber das kann man durchaus auch fördern und sozusagen, indem man sich mehr engagiert, indem man ein bisschen hinausschaut in die anderen Studienrichtungen oder auch in der EH zum Beispiel tätig ist, da tut sich schon einiges auf. Und natürlich ist es wichtig, über Ferialpraxis Erfahrung zu sammeln in verschiedenen Büros, auch international, auch über Erasmus in andere Länder zu schauen. Wir haben sehr gute Kooperationen. Wir haben zum Beispiel auf das BOKU, das ELSEN-Netzwerk, der EuroLeague of Life Sciences, wo wir mit Wageningen kooperieren, mit Olnab, mit Hohenheim, wo man über das Studium schon sehr viel lernen kann, aber auch dann darüber hinaus in internationalen Büros auch Fuß fassen kann und da zumindest mal Praxis machen kann. Das finde ich sehr, sehr wesentlich und es bereitet sehr gut dann auf die Arbeit vor, auch natürlich auch auf die Selbstständigkeit, weil man dann, was ganz wesentlich ist, zu sehen, wie unterschiedlich in den Büros gearbeitet wird. Jedes Büro hat so seine eigene Philosophie,
seine eigene Ausprägung, seine Strukturen, bestimmte Arbeitsabläufe, den Umgang miteinander, den Umgang mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern. Und das zu sehen, wie unterschiedlich da die Herangehensweise ist, das finde ich eigentlich sehr spannend, sehr wichtig, und das ist ein Erfahrungsschatz, den man da erwerben kann. Wenn man sich dann in die Selbstständigkeit gewagt hat, dann gibt es aber Dinge, die sehr wesentlich sind. Und ich habe da ganz, ganz bewusst oben stehen die motivierten Mitarbeiterinnen. Bei mir sind es ausschließlich Mitarbeiterinnen. Ich habe zwei Kolleginnen aus der Landschaftsplanung, eine sogar aus Wien zu mir ins Waldviertel gekommen, das hat mich sehr gefreut. Die habe ich beide schon, sind schon sehr lange bei mir und haben sich gut etabliert, und es ist ganz wesentlich, die Mitarbeiterinnen zu motivieren, zu schauen, dass sie motiviert bleiben, ihnen selbstständige Aufgaben zu übertragen, diese Aufgabenbereiche auch zu definieren, sie aber auch nicht zu überfordern und bei Bedarf immer auch zu unterstützen und dabei zu sein und notfalls auch aufzufangen, wenn es mal schwierig wird und Frustration vielleicht sich breit machen könnte. In Bezug auf die Ausrichtung des Büros ist die Frage, geht man in Richtung breite Diversifikation, so wie wir es gemacht haben und wie wir aufgrund der Lage in der Provinz eigentlich machen mussten, oder geht man in die Richtung eines vertieften Spezialistentums? Das ist dann eine Entscheidung, je nachdem, was einem liegt, was man gerne tut, in welche Richtung man kreativ sein will. Wesentlich ist, dass man es mit vollem Herzen und mit Liebe tut und dass man für die Dinge brennt, die man auch macht, weil die Krisen tauchen auf, man macht Fehler, die sollte man nach Möglichkeit nur einmal machen und aus diesen Fehlern auch ganz konsequent lernen, und wenn die Krisen manifest werden, dann muss man auch rechtzeitig darauf reagieren und sich neu ausrichten. Das ist auch mir so passiert, ich musste auch meine Bürostrukturen, also mein Büro intern neu ausrichten, war am Anfang zu sehr auf Gemeinden fokussiert, und Anfang der 2000er Jahre ging es den Gemeinden finanziell schlecht und damit auch mir, weil die Freiraumplanung das erste ist, was von den Gemeinden gestrichen wird. Der Hochbau wird immer gemacht. Die Raumplanung ist ein fixer Bestandteil der Gemeinden. Flächenwirkungsplan muss jede Gemeinde haben. Die Freiraumplanung kann man schnell mal streichen. Darum ist es wichtig, hier gerade auf der Ebene der Auftraggeber und Auftraggeberinnen zu diversifizieren. Und das habe ich dann gemacht und habe mich breiter aufgestellt und stehe jetzt wesentlich solider da. Und bin auch sehr froh darüber, weil sich daraus auch neue spannende Projekte ergeben haben. Ja, Demut, Ausdauer, Frustrationstoleranz, auch das hat die Alice schon angesprochen. 40-Stunden-Woche kann man abhaken, das wird nicht funktionieren. Demut in der Hinsicht, wenn es mal wirklich gut läuft, immer im Hinterkopf haben, kann sich auch wieder ändern, kann auch mal anders werden. Projekte können sehr lange dauern, länger als man glaubt, können finanziell auch dann belastend werden. Und hin und wieder kann das auch zu Frustrationen führen, auch das muss man aushalten können. Sich Kooperationen zu suchen, Kooperationspartner, Alice hat das sehr gut und sehr deutlich aufgeführt, das ist ganz wichtig. Man braucht einen Kern, ein eigenes Büro mit fix angestellten Personen. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte keine prekären Verhältnisse haben und bei meinen Angestellten. Das ist wesentlich effektiver und sinnvoller, Partner zu suchen, die spezialisiert sind. Wir machen zum Beispiel auch für viele Gemeinden Baumkataster. Das mache ich nicht selbst, da habe ich meine Kooperationspartner, die das sehr gut können. Und eben auch andere Bereiche, eben Raumplanung, mit denen wir kooperieren, Kulturtechniker und so weiter. Und man muss denen auch vertrauen können. Das ist ganz wesentlich. Auch da kann man negative Erfahrungen machen. Und im Laufe der Jahre hat man dann sozusagen diesen Stock an Partnern, mit denen man gut und ausgiebig und ausdauernd zusammenarbeiten kann und weiß, man kann sich auf sie verlassen. Und umgekehrt natürlich muss das genauso gegeben sein. Auftraggeber und Auftraggeberinnen zu lukrieren, ist nicht so einfach. Deshalb ist es umso wichtiger, diejenigen, die man hat, zu hegen und zu pflegen, wie ich das nenne, wirklich ein Vertrauen aufzubauen, dieses Vertrauen niemals zu enttäuschen. Ich habe mal gelesen, diesen Erfahrungswert, es kostet siebenmal so viel Geld, neue Auftraggeber zu gewinnen, als solche zu behalten. Aber manchmal passiert es auch, dass es ganz sinnvoll ist, solche Auftraggeber auch wieder loszuwerden. Die können einen schon wirklich aussaugen.
ohne Ende sozusagen. Und da muss man dann irgendwann auch einmal den Schlussstrich ziehen und sagen, das reicht, das mag ich nicht mehr. Und gehe woanders hin sozusagen und oder soll sich jemand anderen suchen. Vielleicht auch, weil das auch ein Thema war, Zukunftsfelder. Von der Ausbildung her haben wir eigentlich sehr viele Möglichkeiten. Ich habe das schon angesprochen, wir decken sehr viel auf. Der Alice ist ganz super unterwegs in Bezug auf die Landschaftsarchitektur und da werden uns Dinge einfach jetzt entgegenkommen, auf die wir reagieren müssen, können, die wir auch als Chance sehen können. Klimawandelanpassung wird ein Thema werden, auch in der Freiraumplanung, in Bezug auf, wie gehen wir mit den Freiräumen um, dass die, bei dem, was auf uns zukommt, auf Temperatursteigerungen, weniger Niederschläge, die Hitzeinseln, wie können wir mit der Freiraumplanung darauf reagieren? Das passiert auch schon. Thema Vertikalbegrünung, Thema Schwammstadt, da sind wir ganz vorne dabei. An der BOKU und auch die Kolleginnen und Kollegen sind auch schon sehr aktiv. Die Energiewende, wenn wir die schaffen wollen, dann wird uns da einiges an Arbeit auch begegnen. Ich denke an die Windenergie. Wie wird das? Die ist mehr oder weniger schon eigentlich gelaufen in Österreich. Aber was passiert mit der flächendeckenden Photovoltaik? Auf den Häusern, auf den Dächern allein wird es nicht gehen. Wir werden in die Agrophotovoltaik gehen müssen. Das passiert auch schon. Das begegnet uns schon in der Raumplanung, in der Landschaftsplanung. Hier sozusagen steuernd einzugreifen, wird ein Thema sein für uns. Das wird uns beschäftigen. Und das hängt mittelbar auch mit der Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion zusammen. Das ist mir persönlich ein sehr großes Anliegen. Das ist jetzt die Seite der Landschaftsplanung, der Raumplanung, wo wir am Institut sehr intensiv damit tätig sind und das mir auch in meiner Arbeit ständig begegnet. Da können wir von der Seite der Erhebung im Naturraum, der Erstellung der Landschaftskonzepte eingreifen, einwirken, bewusstseinsbildend tätig sein. Wir brauchen die landwirtschaftliche Produktionsfläche auch für die Zukunft und hier sozusagen tätig sein zu können und darauf hinzuweisen, um diese landwirtschaftlichen Flächen zu erhalten, das ist etwas sehr, sehr Wertvolles und etwas, was mir eigentlich immer wichtiger wird, auch in meiner Arbeit. Ja, und jetzt zum Schluss die große Frage, warum eigentlich? Warum tut man sich das an? Warum macht man das? Das ist jetzt nicht so einfach und eindeutig zu beantworten. Am Beginn war es eine relativ einfache Geschichte. Ich war 10 Jahre in diesem Büro tätig. Ich habe mir einen gewissen Kundenstock aufgebaut und da war mir irgendwie klar, wenn ich da jetzt weggehe und irgendwo anders als Angestellter wieder anfange, dann ist der Kundenstock weg. Und das waren eigentlich sehr, sehr gute, sehr treue Gemeinden, mit denen man gut arbeiten können. Und das war eigentlich für mich so dieser eine ausschlaggebende Punkt, um das also fliegen zu übernehmen und mich selbstständig zu machen. In weiterer Folge haben sich da eigentlich zwei Dinge herauskristallisiert. Das Schöne an diesem Beruf ist doch, dass man etwas Bleibendes schaffen kann. Etwas, das vielleicht doch ein paar Jahrzehnte überdauert, das sich manifestiert im Raum und wo man sagen kann, okay, das ist jetzt aus unseren Gehirnen entsprungen, aus unserem Büro. Das wird von den Menschen auch angenommen. Das wird entsprechend genutzt und das ist ja das Wesentliche. Manchmal habe ich so das Gefühl, es wird sehr, sehr cool und sehr straight geplant und wo ich immer ein bisschen Sorge habe, ist das auch das, was die Menschen da wirklich gut annehmen und auch nutzen können und wollen. Das ist, ich finde es ganz wesentlich, Dinge zu planen, die dann auch wirklich den Menschen zugutekommen. Das ist eigentlich schon ein ganz wesentlicher Grund dessen, warum wir in die Richtung planen und arbeiten. Und der zweite Teil der Bereich Landschaftsplanung, Raumplanung ist eben dieser Blick in die Zukunft, die Erhaltung dessen, was wir haben, wo wir uns nicht sozusagen nicht persönlich sozusagen mit einem Stempel manifestieren können, aber einfach zu wissen, wir sorgen dafür, dass
die landwirtschaftliche Produktion für die Zukunft erhalten bleibt, dass wir zumindest in einem gewissen Umfang die Lebensmittelproduktion für die Zukunft auch in Österreich weiterhin noch halten können. Das ist auch ein Teil des Ganzen. Also es spielt da vieles mit. Und sonst kann ich nur das unterstützen, was die Alice schon gezeigt hat, in den Vor- und Nachteilen dessen, was da sozusagen die Selbstständigkeit auf uns wartet. Es gehört einfach dazu, auch vieles einmal sozusagen abzupuffern. Aber es hat einfach seine Qualitäten, selbst entscheiden zu können, kreativ sein zu können, umsetzen zu können, was man im Kopf hat und die Ideen dann auch realisiert zu sehen und zu sehen, wie es den Menschen nützt und wie es die Menschen annehmen. Das ist eigentlich das, was es dann im Endeffekt wirklich ausmacht. Gut, Dankeschön. Und für alle, die es wirklich wagen, die Selbstständigkeit, viel Erfolg. Alles Gute. Vielen Dank, Franz Grosshauer, für die Präsentation. Wir hatten jetzt zwei Einblicke in Planungsbüros im Bereich Landschaftsplanung oder Landschaftsarchitektur. Aufgrund der Zeit würde ich vorschlagen, dass wir jetzt den Block mit der Ziviltechnikerkammer gleich anschließen und dann die Fragen. Und es gibt ja dann noch einen zweiten Block, wo die Stefanie Drillig dann moderiert über die Zukunftsdisziplin Landschaftsarchitektur. Und ich glaube, viele der Fragen könnten auch in diese Diskussion dann auch fließend übergehen. Somit darf ich bitten, Herrn Robert Kramer mit seiner Vorstellung von der Ziviltechnikerkammer. Danke. Mein Name ist Kramer Robert, bin Diplom-Ingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft und bin ehrenamtliches Mitglied in der Ziviltechnikerkammer für Niederösterreich, Burgenland und Wien. Sie haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, Ziviltechniker. Das ist so ein Begriff, den hört man hin und wieder. Vielen Auftraggebern ist dieser Begriff Ziviltechniker wirklich viel wert. Es gibt die Ziviltechniker, es gibt die Ingenieurbüros. Und ich möchte jetzt ein bisschen kurz, was braucht man, um Ziviltechniker zu werden? Die Frau Alice Grösinger hat es eh gesagt, sie hat zuerst einmal mit einem Ingenieurbüro angefangen, weil die Praxiszeit nicht gibt. Passt haben. Ich habe dann gut einen Flyer vorbereitet, der steht dann zum Download bereit. Ich möchte da gar nicht zu ins Detail drauf reingehen. Ziviltechniker sind staatlich befugte und beeidete natürliche Personen. Das heißt, in Österreich, wie es so ist, unser Kammersystem, wir brauchen halt Prüfungen, wir brauchen Stempel. Das ist alles am Anfang extrem abschreckend. Ist es aber eigentlich nicht. Wir sind seit 150 Jahren eine Institution in Österreich, die der Kaiser geschaffen hat, um den Ingenieurberuf hervorzuheben. Die Kammer ist daraus entstanden und unsere ganzen Fachbefugnisse. Wir haben die Architekten, wir haben die Ingenieurkonsulenten. Bei den Ingenieurkonsulenten, das sind vor allem so wie wir von der BOKO, Landschaftsplaner, Kulturtechniker, Raumplaner, zig Befugnisse. Momentan haben wir über 60 Befugnisse, auch die FHs ziehen mittlerweile dazu. Aber wie werde ich Ziviltechniker? Es gibt gewisse Grundvoraussetzungen. Ich brauche eine Praxis. Ich brauche das naturwissenschaftliche Studium. Ich brauche zumindest die 3 Jahre Praxis, wobei mittlerweile mit dem neuen Ziviltechnikergesetz ein Jahr während dem Studium angerechnet werden kann. Wobei da aber in ein Dienstverhältnis sein muss. Also Werkvertrag ist immer ein bisschen schwierig, das hat die Alice schon gesagt, weil das halt klar geregelt ist. Wenn ich diese Voraussetzungen erfülle, muss natürlich österreichischer Staatsbürger sein oder EU-Bürger mit gewissen Voraussetzungen, die Studie muss anerkannt bei uns sein, dann kann ich beim Ministerium, dadurch, dass sich die immer ändern, also beim zuständigen Ministerium, das ändert sich noch jeder Wahl, sage ich jetzt mal, kann ich einen Antrag stellen um Zulassung zur Ziviltechnikerprüfung. Dabei unterstützt die Kammer insofern, dass halt die Unterlagen prüft, berät, okay, sie brauchen noch die und die Praxiszeiten. Und in weiterer Folge halt gibt die Kammer über die Akademie, die ist der Kammer angeschlossen, einen Ziviltechnikerkurs. Der dauert dann 3 Wochen, ist relativ intensiv, den kann man schwer nehmen, Arbeiten machen. Also ich habe mir damals freigenommen, kostet natürlich auch was und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich auf jeden Fall.
dadurch, dass die Architekten leider in der Kammer sehr stark vertreten sind, ist es halt sehr architektenlastig. Aber als Kulturtechniker muss ich auch sagen, ich habe den Kurs komplett gemacht, weil einfach das komplette Fachgebiet der Ziviltechnikkammer abgedeckt wird. Ich habe viel gelernt. Also ich habe ja dort schon Vernetzung anfangen. Wenn man den Kurs hat, kann man sich abhängig, wo man zukünftig seinen Firmensitz hat, dann zur Prüfung anmelden. Die Kammern, also es gibt die Bundeskammer, der Kollege Grossauer ist zum Beispiel in der Bundeskammer drin in einer Fachgruppe, aber so wie jetzt Wien, Burgenland, Niederösterreich, das ist halt die Ostkammer, sagen Sie mal dazu. Wenn man in einem von diesen drei Bundesländern jetzt seinen Firmensitz haben will, also es ist natürlich so, dass man sich hier melden muss zur Prüfung. Dann kommt man eben noch Wien, Baudirektion, Land Niederösterreich und Burgenland gibt es leider so wenige Prüfungen, dass das meistens mit Wien oder mit Niederösterreich mitgemacht wird. Absolviert man die Prüfung und besteht das, wird man vereidigt. Erst nach Ableistung des Eids ist man dann vereidigter Ziviltechniker. Was bedeutet dieser Eid? Der bedeutet, dass wir eine hohe Fachkenntnis haben, weil es gibt vier Prüfungsgebiete. Das ist das österreichische Verwaltungsrecht, Betriebswirtschaftslehre, Berufs- und Standesrecht und eben die fachspezifische Prüfung. Da hocke ich gleich ein und sage, bitte macht ja österreichisches Verwaltungsrecht und Betriebswirtschaftslehre auf der Uni, weil das wird euch angerechnet für die Prüfung. Da braucht ihr nur Standesrecht und das Berufsrecht machen. Geht aber nur 10 Jahre nach Absolvierung der Prüfung auf der BOKU, also auf der Uni. Man kann es überall, also wo man es halt gemacht hat, 10 Jahre danach. Wenn man das geschafft hat, also wenn das angerechnet wird, geht es natürlich leichter. Und durch den Eid verpflichtet man sich zur Weiterbildung über die Akademie, über andere Institutionen. Das haben wir im Ziviltechnikergesetz drinnen. Wir müssen uns weiterbilden. Da gibt es sogar Vorgaben, wie viele Stunden im Jahr, und das ist einzuhalten. Wir sind unabhängig. Unabhängig klingt jetzt einfach, aber wenn man Ziviltechniker ist, darf man nicht mit Ausführenden zusammenarbeiten. Sprich, ich darf in keine AG mit einer ausführenden Firma gehen. Also wir sind wirklich unabhängig, wir machen nur Planung. Mit einem ausführenden Unternehmen arbeiten wir so vertragsmäßig nur über Ausschreibungen, über Ausführung zusammen. Aber wir können keinen Verbund mit ihnen haben. Das ist ein bisschen anders bei den Ingenieurbüros, wäre das möglich zum Beispiel. Wir haben eine Verschwiegenheitspflicht. Unseren Auftraggeber gegenüber, sprich alles, was wir, also das sind die Standesregeln wirklich definiert, alles, was uns die Auftraggeber sagen, sind wir zu einer Verschwiegenheit verpflichtet. Wir dürfen nicht gegen unseren Auftraggeber arbeiten. Flexibilität, das ist so ein Thema, man hat es gehört, wir lernen auf der BOKU, also ich war auf der BOKU und wir haben gelernt, über den Tellerrand zu denken. Also ich sehe es bei den anderen Kollegen, die anderen Ziviltechniker von der TU, von der Akademie, sind vielleicht nicht so offen wie wir. Also wir sind wirklich, wir haben es wirklich auf der BOKU gelernt, weit gefächert zu denken. Und das hilft uns in der Praxis. Viele Fachbereiche, die wir nicht abdecken können, haben wir zumindest ein Verständnis dafür und wissen, okay, da braucht man Raumplaner zum Beispiel dafür. Und da ist die Vernetzung in der Kammer wieder super. Man trifft sich immer wieder bei Veranstaltungen oder bei der Kammervollversammlung und knüpft die Kontakte. Wir haben auch eine gesetzlich geregelte Parteienvertretung. Das heißt, wir dürfen den Auftrag, unsere Auftraggeber vor Behörden vertreten oder vor Gewerbe, Vermessungsbehörden. Also sprich, durch die Ziviltechniker ist man behördliche Vertretung für den Auftrag geben. Und wo sich halt viele, sage ich mal, warum will man Ziviltechniker werden? Wegen einem Siegel. Als Ziviltechniker hat man das Siegel, beim Kollegen Grossauer haben Sie das gesehen, rechts unten, den Adler, auf das sind sehr, sehr viele neidisch. Also wir sind einer der wenigen freien Berufe, die diesen Adler verwenden darf.
Wenn man ganz ehrlich ist, also wenn man gerade die Prüfung hinter sich hat und den ganzen Kurs, ja, da sieht man es im Hintergrund. Es ist schön, aber eigentlich, es ist halt, die Auftraggeber haben es gerne, wenn alles gesiegelt ist. Brauchen tut man es nicht immer. Ja, da sieht man es auch wieder. Ich meine leider nicht da, also, wenn man nicht immer braucht. Gut, das ist einmal die Grundvoraussetzung, wie wäre ich Ziviltechniker. Die Kammer bietet natürlich, wenn man dann Ziviltechniker ist oder man will Ziviltechniker werden, es gibt diese Anwärterschaft, die ist jetzt neu im Ziviltechnikergesetz dazugekommen. Wenn man zum Beispiel Ziviltechniker werden will oder die fachlichen, die Praxisvoraussetzungen nicht hat oder noch im Studium steckt, kann man sich aber trotzdem in der Kammer melden. Dann wird man Anwärter, kann dann gewisse Leistungen und Services der Kammer mitbenutzen, kann bei Ausschüssen mitarbeiten und ist eine eigene Vertretung innerhalb der Kammer. Wir haben in der Kammer Juristen, wir haben Generalsekretärin. Also ich rufe oft an, frage irgendwas und werde sofort weiter verbunden. Damit ist der Tanzer, unser Jurist in der Kammer, der macht wirklich super Arbeit. Braucht man nur nachfragen, dann nimmt sich die Zeit für jeden, erklärt, so gut es geht. Auch die Akademie. Wenn man irgendwie Kurse machen würde, schaut, dass immer die neuesten Themen gemacht werden. Momentan halt viel online und sie bereitet auch einen Ziviltechnikerkurs vor. Wo wir aber keinen Einfluss als Kammer haben, ist zum Beispiel, wie läuft die Prüfung ab? Weil die Prüfung ist eine kommissionelle Prüfung. Die vier Fachbereiche werden durch die Länder, die Prüfer werden durch die Länder bestimmt. Es gibt natürlich von der Kammer Vorschläge für Prüfer, aber das Land muss nehmen oder nicht, also ist da frei. Und ich muss auch dazu sagen, wir haben bei der Architekten, bei der Ziviltechnikerprüfung eine Dropout-Quote von 50%. Bei der letzten Prüfung war es sogar noch stärker, bei uns in Schmerkonsulenten, jetzt über alle Fachbereiche drüber, sind wir momentan bei 25%. Also es wird schon auf eine Qualität geschaut. Es ist, wir vertreten uns ja dann selbst, wir sind Freiberufe. Und natürlich schaut man, dass die Leute, die was können, auch den Ziviltechniker bekommen. Aber es ist nicht so, dass man jetzt die Prüfung geschenkt bekommt. Ein Vorteil der Prüfung bei der Kammer ist aber der, unsere Prüfung wird für die Wirtschaftskammer angerechnet. Also umgekehrt geht es aber nicht. Also wenn man bei der Wirtschaftskammer zum Beispiel die Prüfung macht für die technischen Büros, zählt die nicht für uns bei die Ziviltechniker. Umgekehrt müssen sie es aber anerkennen, weil unsere Prüfung höherwertig ist. Also wenn jemand sich jetzt überlegt, will ich Ziviltechniker werden oder gehe doch lieber in Ingenieurbüros, ich empfehle es persönlich, macht die Ziviltechnikerprüfung, sie wird euch für beides angerechnet. Weil sonst kommt man zum Schluss wieder drauf, man hat Kosten, alles. Weitere Benefits, also ich bin zum Beispiel im Ausschuss Newcomer tätig. Das ist ein interdisziplinärer Ausschuss, da arbeiten Architekten, Bauingenieure drinnen, ich als Kulturtechniker, Maschinenbau haben wir das letzte Mal dabei gehabt und man vernetzt sich. Also wir schauen zum Beispiel über unseren Ausschuss, wir machen Feedbackgespräche nach den Prüfungen, schauen, wo sind die Schwächen bei der Prüfung oder beim Kurs, was kann man da verbessern und probieren das jedes Mal up to date zu halten. Wenn man dann in der Kammer drinnen ist, man ist vereidigt, Kammermitglied, kann man eben so ehrenamtliche Tätigkeiten machen, aber man kann auch die ganzen Sachen nutzen in der Kammer. Was kann man nutzen? Eben die Rechtsberatung. Man hat das Normenpaket, das gibt es auch bei der Wirtschaftskammer, aber man zahlt 180 Euro im Jahr und kann bis zu 200 Normen vom Normungsinstitut herunterladen. Viele alte Zivitechniker haben gesagt, ich brauche nur 2 Normen im Jahr, aber sind auch mittlerweile drauf gekommen, dass man immer Stand der Technik sein muss. Also es zahlt sich aus, weil eine Norm kostet schon teilweise 200 Euro und wenn man die jederzeit runter... Und die gilt aber für jeden Geschäftsführer jeweils 200. Ja. Nur kurz wegen der Zeit ein bisschen anklopfen, können wir vielleicht ein bisschen in die Fragerunde auch für alle Vorträge davor gleich einbinden, dann hätten wir irgendwie so einen
gesamten Abschluss. Wegen die Kosten noch. Im ersten Jahr kostet die Mitgliedschaft nichts. Der Unterschied zwischen Ingenieurbüros und Ziviltechnikerbüros ist schon bei den Kosten ein bisschen höher. Also Ingenieurbüro zahlt man seinen Mitgliedsbeitrag über einen Gewerbeschein. Erst ab einer gewissen Größe mit so und so vielen Mitarbeitern zahlt man für jeden Mitarbeiter. Wenn ich aber Ziviltechniker bin, zahlt man eine umsatzabhängige Kammerumlage. Die wird aber in der Kammervollversammlung, wo wir alle Mitglieder sind, dann beschlossen. Und da gibt es immer einen Prozentsatz. Das ist halt wirklich umsatzabhängig. Also sprich, umso mehr Umsatz ich habe, umso mehr zahle ich. Wenn ich unter 30.000 bin, zahle ich nur die Mindestumlage. Vielen Dank für den Vortrag. Jetzt allgemein an alle, die Ziviltechnikerprüfung, war die schwer? Herr Grosser? Ja, zwei Wochen. Wie lange haben Sie gelernt? Zwei Wochen. Da ist aber die Betriebswirtschaft nicht dabei gewesen, weil ich die von der BUKO noch anrechnen konnte. Verfassungsverwaltung war schon so lange her. Das musste ich machen. Also zwei Wochen intensives Lernen, wirklich Urlaub nehmen und durchlernen. Das ist wichtig, damit es gut gelingt. Bei der Kollegin, wie war es da? Also ich muss sagen, die Prüfung für die technischen Büros oder Ingenieurbüros, wie sie ja jetzt richtigerweise heißen, die ist nicht ohne. Schriftlich und eine Stunde mündlich, das ist weniger Zeitaufwand wie bei den Ziviltechnikern, weil dort hat man nur eine mündliche Prüfung von circa einer Stunde, maximal zwei. Ich würde sagen, es ist für beide viel zu lernen. Ne? In etwa gleich. Ich habe eine Sache angerechnet gekriegt für den Ziviltechniker vom Ingenieurbüro. Und zwar war das die Wirtschaftssache. Beziehungsweise bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich die jetzt angerechnet gekriegt habe, weil ich schon so lange ein Büro geführt habe. Aber ich glaube, das ist irgendwie angerechnet worden. Und Verfassungsrecht wurde mir auch angerechnet, weil ich da nur einen Nachweis hatte von woanders. Aber prinzipiell sind beide Prüfungen aufwendig. Ja? Also es ist schon viel zu lernen. Es ist wirklich viel zu lernen. Zu machen zur Prüfung, nämlich zum Inhalt, damit es klar ist, worum es überhaupt bei fachlichen Dingen geht. Zum Beispiel Wien, Niederösterreich-Burgenland bedeutet, dass man sich mit den entsprechenden Gesetzen auf Landesebene beschäftigen muss. Bauordnung, Raumplanungsgesetz, Naturschutzgesetz. Das macht es ein bisschen aufwendiger, weil es quasi mal drei ist. Aber das ist auch richtig so, weil das sind erfahrungsgemäß genau die Bundesländer, in denen man dann auch beruflich tätig ist. Bei uns betrifft es dann auch noch Oberösterreich. Wir sind eben nah an der Grenze, aber das ist dann eine eigene Geschichte. Und das wird dann in einem Block dann auch entsprechend abgefragt. Also da muss man sich halt wirklich in die gesetzlichen Rahmenbedingungen einlesen. Und das ist auch gut so, weil die braucht man auch laufend. Das muss man sowieso können. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie für beide Prüfungen so gerne gelernt, weil ich wusste, wofür ich es tat. Und es ist plötzlich so angewandt. Ja, ja, so ist es. Und ich bin bei meiner BWL-Prüfung, ich kann es offiziell sagen, auf der BOKO durchgefallen. Ja? Obwohl mein Bruder, der BWL studiert hat, mit mir gelernt hat, ich habe das nicht verstanden, was ist denn aktiver und passiver. Hä? Ja. Und und dann aber, wenn man selber ein Büro hat, ja, oder wenn man sich mit dem auseinandersetzen muss, wie kann ich denn überleben finanziell, ja, dann macht es total Sinn, ja. Und dann ist es keine Auswendiglernerei mehr, ja. Es macht eigentlich Spaß, ja, muss ich wirklich sagen. Das betrifft ja genauso Verfassungsverwaltungsrechte, weil das, ja, man ist unmittelbar damit betroffen, ja. Mit wem kooperiert man? Was bedeutet mittelbare Bundesverwaltung, ja? Und diese Dinge, dieses ganze Stufensystem, dass man das wirklich interessiert, ist ganz, ganz wichtig. Da würde ich gern in die Diskussion auch reinholen, all jene Leute, die sich vielleicht nicht selbstständig machen wollen, die einfach nur mehr über Büros wissen wollen, weil es gibt ja das Büro jetzt nicht nur als Betätigungsfeld der Selbstständigen, sondern ihr habt ja auch viele Mitarbeiter. Und ich habe auch im Chat gesehen, natürlich finden viele, die hier heute zuhören,
auch Interesse an euren Büros als Mitarbeiter. Was können wir hier vorschlagen? Wie tritt man mit euch in Kontakt? Alice hat eh schon geantwortet, ein gutes Portfolio ist natürlich wichtig. Berufserfahrung ist wichtig, aber was macht man, wenn man keine Berufserfahrung hat und Berufserfahrung sammeln will? Was könnt ihr da für Tipps geben? Wir sind auf jeden Fall offen für Realpraxis. Im Gegenteil, wir finden, dass es sehr wichtig ist und bieten das auch an. Also wenn jemand im Juli, im August oder im September mal reinschnuppern will, gerne. Das ist, ich habe selbst gesehen, wie wichtig es ist, am Anfang so etwas, die Möglichkeit dazu zu haben. Darum bieten wir es auch allen Jungen an, zu uns zu kommen und das einmal anzuschauen, was bei uns abspielt und auch wirklich etwas tun zu dürfen. Wie schaut es mit der Bezahlung aus? Angestellt. Was ist irgendwo, die Spanne? Irgendwo netto um die 1000 Euro. Je nachdem, was 40 Stunden sind oder 30 Stunden, weil das ist, kommt dann drauf an. Ja. Aber auch wirklich angestellt, ganz bewusst. Also ich möchte alle Anwesenden davor warnen, sich auch ausbeuten zu lassen. Da sind wir bei der ÖGLA auch ganz bedacht darauf. Ich habe ja auch zwei Mitarbeiterinnen, die noch studieren, gerade noch und am Fertigwerden sind. Da höre ich immer wieder Horrorgeschichten von Absolventenbezahlungen, 40 Stunden, die Praktikum heißen, wo die Leute 750 Euro im Monat verdienen. Das geht nicht, das ist indiskutabel, das ist Ausbeuterei. Und bei allem Verständnis für die schlechte Situation, in die ein Büro auch manchmal geraten kann, aber das darf nicht auf dem Rücken oder auf den Schultern von den Praktikantinnen ausgetragen werden. Ja, also lasst euch nicht ausbeuten. Ihr könnt euch gerne auch an die ÖGLA wenden, wenn ihr Fragen habt, ist das fair, ist das eine faire Bezahlung? Wir haben hier ein großes Netzwerk an erfahrenen Planerinnen und Planern und auch Büroinhabern, die da gerne euch Feedback geben, ob das in Ordnung ist oder nicht. Gut. Wir vergeben prinzipiell auch Praktikastellen, lieber aber länger, nicht nur für einen Monat, sondern so 2-3 Monate, so wie das in Deutschland auch der Fall ist, wo die Pflichtpraktikas notwendig sind. Letztes Jahr ist deswegen Corona einfach alles nicht gegangen, weil wir sitzen fast seit einem Jahr im Homeoffice. Aber heuer soll es wieder funktionieren. Und Alice, wo schreibt sie eure Jobs aus? Naja, Ökler, ja, wenn wir wissen, dass wir unbedingt jemanden mit ganz viel Berufserfahrung brauchen, dann nicht an erster Stelle bei Alumni, das muss ich leider dazu sagen, weil da einfach viele Jungabsolventen sind, aber haben wir auch schon sehr oft gemacht, ja, über Alumni. Und dann halt so die deutschen Competition online und so Foren. Was gibt es noch auf der Architektur? Es gibt, das macht immer meine Assistentin, ich weiß es gar nicht ganz genau. Also es ist auf jeden Fall wieder, trifft wieder in die gleiche Kerbe, die ihr auch beide, Franz und Alice, angesprochen habt, des Netzwerks. Also ich denke, dass da auch ganz wichtig schon sehr früh ist, Kollegen sagen, dass man einen Job sucht, den richtigen Seiten suchen. Also wie gesagt, wir als ÖGLA streuen über unser Infoservice die Jobs, die Gudrun streut die Jobs über die Alumni-Jobseite. Darf ich da nur ergänzen? Wir haben ja 4000 Mitglieder bald und von der Berufserfahrung schon sehr, sehr weit drauf. Es gibt die Möglichkeit, dass man die Jobs per Mail rausschickt. Dann haben es mit einem Schlag die ganze Berufsgruppe, Branche direkt. Also wie der Franz Großauer das auch gesagt hat, dass die Mitgliedschaften so wichtig sind, das sagen wir auch immer, wir haben 15 Jahre gebraucht, um diese 4000 Personen zu sammeln. Wenn ich beitrete, bin ich mit einem Schlag sofort mit diesem Riesennetzwerk verbunden. Alle BOKU-Kollegen sind bei du untereinander, normalerweise sehr schnell. Und ich kann den anschreiben und fragen, du, kannst du mir eben helfen? Oder eben Job, ich kann hier in diesem Netzwerk schon sehr spezifisch gut informieren. Genau, und wie du vorher schon gesagt hast, man kann ÖGLA und Alumni Doppelmitglied werden. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Und als Student oder Studentin ist man da wirklich sehr günstig dabei.
und hat die volle Serviceleistung. Also das zahlt sich wirklich aus, ganz abgesehen davon, dass es für die Landschaftsarchitektur in Österreich wichtig ist, dass wir zusammenspielen, dass wir Veranstaltungen zusammen machen, dass wir uns dort treffen, weil so viele sind wir nicht. Und ich denke, das ist einfach, die ÖGLA ist auch eine sehr wichtige Plattform. Also noch ein Aufruf an alle Interessierten, Mitglied zu werden. Wir haben ab, meine Mitarbeiterin Nicole bereitet gerade die neue Website vor der ÖGLA. Da könnt ihr direkt über einen Formular dann die Mitgliedschaft beantragen. Ich habe selbst einen Raumplanungskollegen, der Personal sucht, empfohlen, auf der Alumni-Homepage zu inserieren. Mhm. Weil das Danke Potenzial vielmals. Einfach da Krass. Ist. Wir kriegen so viele Jobs von BOKU-Kollegen, es ist wunderbar. Ja. 1400 Stellen im Jahr veröffentlichen wir, also in Summe. Mhm. Sollen wir weitergehen? Vielleicht, um auch so ein bisschen das Feld zu öffnen, weg von der Planungsbefugnis. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Tätigkeitsfelder in der Landschaftsarchitektur, wo man nicht plant. Ich zum Beispiel habe auch gar nie die Motivation gehabt, Planer, also selbstständig oder freiberufliche Planerin zu werden, weil mir das viel zu technisch war und ich viel zu ungenau bin und ich mich nicht so in die Tiefe bohren kann in einzelne Sachen. Ich behalte immer lieber den Überblick und schaue, wo tut sich was, wie tut sich was. Und ich habe das so gemacht, vielleicht kurz zu meinem Werdegang. Ich habe an der BOKU und der TU studiert und danach war ich in unterschiedlichen Büros als freie Mitarbeiterin tätig und habe dann weitergearbeitet an der BOKU, habe am Doktoratskolleg für nachhaltige Entwicklung promoviert und erst 2013 mein Büro gegründet. Allerdings habe ich eben, wie gesagt, kein Planungsbüro gegründet, sondern ich habe als ein technisches Zeichenbüro gegründet. Und zwar aus dem Grund, also es ist ein freies Gewerbe. Und da muss man, da hat man keine, wenn ich mich richtig erinnere, Zugangsbeschränkungen. Bei mir war das so, dass ich hauptsächlich so visuelle Gestaltungen, Wettbewerbsgrafiken gemacht habe für andere Büros und da hat das damals einfach sehr gut gepasst. Heute mache ich was ganz anderes, ist aber egal, ich habe mein Büro noch immer unter diesem freien Gewerbe laufen, weil das eigentlich nicht wirklich einschränkt oder ja, es ist halt einfach die Befugnis, unter der ich arbeite. Seit 2016 bin ich, wie ich schon vorher gesagt habe, Geschäftsführerin der ÖGLA. Dann haben sich so nach und nach neue Tätigkeitsbereiche dazu ergänzt und ja, jetzt bin ich für die ÖGLA seit diesem Jahr auch als Geschäftsführerin der ÖGLA Medien GmbH beschäftigt. Meine aktuellen Tätigkeitsschwerpunkte sind außeruniversitäre Forschung und Entwicklung. Dafür braucht man keine Planungsbefugnis. Das ist eher so wissenschaftliche Arbeit. Und auch da möchte ich jetzt das Netzwerk noch einmal ins Spiel bringen. Wenn man Forschungsprojekte macht, außerhalb der Uni braucht man ein Netzwerk, weil die meisten Forschungsprojekte macht man als Konsortium mit anderen Partnern zusammen. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man verlässliche Partner hat, die mit einem zusammenarbeiten. Sonst mache ich Fachjournalismus und Wissensvermittlung, Kommunikationsarbeit. Also ich mache zum Beispiel Moderationen und Vorträge und solche Sachen. Und bin aber auch bei laufenden Projekten, bei Projektentwicklungen als Beraterin in meinem Spezialfachgebiet tätig. Und zum Spezialfachgebiet tätig baue ich jetzt auf das auf, was der Franz vorher gesagt hat, zu den Potenzialen der Landschaftsarchitektur. Da knüpfe ich jetzt an, weil das ist eigentlich genau der Bereich, wo ich mich vertiefe, nämlich Innovationen in der Landschaftsarchitektur, Klimawandel, Anpassung und nachhaltige Entwicklung. Die Landschaftsarchitektur hat in jeder Zeit, in der sie verwirklicht wird, ist sie irgendwie ein Spiegel der Zeit. Also jede Epoche hat so ihre Aufgabenstellungen und je nachdem setzt die Disziplin ihre Schwerpunkte. Und ich glaube, dass der aktuelle Schwerpunkt ganz eindeutig im Lösen des globalen Wandels oder im Lösen der Probleme, die aus dem globalen Wandel entstehen, liegt.
Und damit meine ich natürlich vorrangig den Klimawandel und den Bedarf der Klimawandelanpassung. Ich glaube, das trifft unser Betätigungsfeld ganz stark. Und natürlich auch die zunehmende Urbanisierung unserer Lebensräume. Also das Betätigungsfeld Stadt wird für die Landschaftsarchitektur immer wichtiger. Damit auch einhergehend der voranschreitende Biodiversitätsverlust, wo wir ganz wichtige Vermittler sind, um Biodiversität herzustellen. Und ich denke, auch eine ganz wichtige Sache in der Landschaftsarchitektur ist, gegen die anhaltend hohe Bodenversiegelung zu arbeiten. All diese Dinge, die ich hier nenne, trifft unterschiedliche Bereiche der Landschaftsarchitektur. Es ist auf unterschiedlichen Ebenen. Es trifft hier die Ordnungsplanung und die Objektplanung. Es trifft hier unterschiedliche Bereiche, in denen man tätig sein kann. Aber ganz wichtig ist zu sagen, die Landschaftsarchitektur war immer schon wichtig, wird aber immer wichtiger. Ich glaube, dass das eine Disziplin ist, die unglaublich viel Zukunftspotenzial hat und unglaublich viel Möglichkeiten, die Zukunft zu gestalten. Und das finde ich das Spannende an dieser Disziplin, weil wir sozusagen Nachhaltigkeitsbeauftragte sind. Und das müssen wir uns noch ein bisschen bewusster machen in unserer Tätigkeit, weil gerade in Büros ist man sehr verstrickt in alltägliche Aufgaben, aber man muss sich dann auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, wie wichtig das eigentlich ist, was man tut. Das haben die Kollegen vorher ja schon angesprochen, warum tue ich das eigentlich? Ich glaube, dass die Disziplin Landschaftsarchitektur unheimlich wichtig ist. Das ist ein Riesenmotor, wenn man sich selbstständig machen will oder einfach nur, wenn man in einem Büro mitarbeiten möchte. Würde ich einmal fortfahren in den Zukunftsfeldern der Landschaftsarchitektur und freue mich dann über einen Input von euch Zuhörerinnen und Zuhörern zur Ergänzung dieser Aufzählung. Früher war das ganz klar, dass Städte an Gebäuden gewachsen sind. Das ist heute nicht mehr so. Der Landscape Urbanism besagt, dass zukunftsfähige Städte an Grünstrukturen wachsen. Und ich glaube, daran kann die Landschaftsarchitektur unglaublich gewinnen. Also wir sind nicht nur die, die diese Masterplanung machen, sondern wir setzen sie dann auch Stück für Stück um. Also jede Entwicklung innerhalb einer Stadt wird von Landschaftsarchitektur begleitet. Und das ist natürlich ein unglaublich wichtiges Feld für uns. Ich denke, wir müssen uns wieder mehr darauf besinnen, dass Städte Ökosysteme sind. Also ihr kennt vielleicht diese kleinen Gläser, wo da so ein bisschen Erde und eine Pflanze und ein bisschen Wasser drin ist. Das wird dann verschraubt und das funktioniert dann in sich als Ökosystem. Genau das Gleiche ist die Stadt in groß, nur vielleicht sogar noch resilienter, wenn sie gut aufgebaut ist. Und wir sind diese Ökosystemerschaffer. Also wir Landschaftsarchitekten arbeiten an diesem Ökosystem Stadt. Und wir sind nicht nur dafür verantwortlich, das zu implementieren, sondern wir sind auch dafür verantwortlich, andere davon zu überzeugen, dass das wichtig ist, weil es Städte im globalen Wandel resilienter macht. Was auch ein ganz wichtiges Betätigungsfeld der Landschaftsarchitektur ist, ist unsere Städte wieder also fortführend jetzt von dem, was ich gesagt habe, zu dieser Ökosystemplanung. Wir müssen wieder mehr in Systemen denken, also integrative Wassersysteme zu schaffen, wo natürlich auch ganz wichtig eine Rolle spielt, welche Oberflächen verwenden. Also das Ganze soll als System funktionieren können. Ein wichtiger Aspekt dabei sind natürlich die Bäume. Ich versuche immer, und ich glaube, der Daniel Zimmermann ist auch noch anwesend, er ist auch so ein Baumbeauftragter. Also ich glaube, dass wir das nicht vergessen dürfen, wie wichtig Bäume sind in Städten. Aber natürlich, ich rede jetzt hauptsächlich von Städten, weil das so mein Fokus, mein fachlicher Fokus ist, natürlich auch im ländlichen Raum. Aber in der Stadt sind die Bäume so wichtig, weil sie unglaublich wichtige Schattenspender, Kühler sind, weil sie Lebensraum schaffen. Also es gibt eigentlich hauptsächlich Vorteile,
Der einzige Nachteil ist, dass man sie erhalten muss und auch ordnungsgemäß und gut einbauen muss, sodass sie dann auch ihre Funktionen erfüllen können. Ein wichtiges Zukunftsfeld der Landschaftsarchitektur sind die Gebäude. So abstrakt es klingt, aber sowohl die Nutzung von Dächern zur Begrünung, zur Photovoltaik, zur Solarenergiegewinnung, aber auch natürlich als Lebensraum für Mensch, Tier, Pflanze. Wo ich noch nicht so überzeugt bin, sind Fassadenbegrünungen, aber vielleicht ist jemand im Publikum, der mich überzeugen kann. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Entwicklungsbedarf. Was wir Landschaftsarchitekten auch fördern sollten in Entwicklungsstrategien, aber auch dann im Projekt selbst, ist Potenzialflächen nutzbar machen. Also es gibt sehr, sehr viele Räume in der Stadt, die noch ungenutzt sind, tolle Aufenthaltsflächen wären. Also eines der bekanntesten Beispiele ist die High Line in New York. Das war eine völlig brachliegende Fläche, die es hätte abgerissen werden sollen und ist jetzt einer der berühmtesten Parks der Welt. In Wien gibt es solche Orte auch. Ja? Es braucht nur Menschen, die sich dafür einsetzen und die das dann entwickeln. Wo ich auch viele Möglichkeiten sehe, in einer immer dichter werdenden Stadt, in einer Stadt, wo Raum sehr kostbar ist, ist die Schaffung von Neuland. Also dieses Beispiel hier sind die schwimmenden Gärten von der Carla Loh beim Donaukanal. Es gibt auch so eine Terrasse über dem, also bei der Pilgramgasse über dem Windtal. Auch hier gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, hier neuen Raum zu schaffen und nutzbar zu machen. Wo die Landschaftsarchitektur bisher auch noch ein bisschen zurückhaltender war, aber eigentlich auch voll zuständig ist, ist die alternative Mobilität, weil genauso wie die Energiewende findet die Mobilitätswende im Freiraum statt und alles, was den Freiraum betrifft, ist auch die Landschaftsarchitektur zuständig. Genau, da sollten wir einfach vielleicht noch stärker unsere Stimme erheben, dass wir da mitreden. Da, wo ich auch ein bisschen tätig bin in dem Bereich der grünen Innovationen, ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten, dass Landschaftsarchitekten neue Felder erkunden, neue Wege gehen, sich neue Systeme überlegen. Eins dieser Dinge wäre zum Beispiel die Schwammstadtentwicklung, wo ja wirklich viel getan wird, wo es auch einen ÖGLA-Arbeitskreis gibt, der sich damit auseinandersetzt und wo auch schon einige Büros wirklich Vorreiterrollen eingenommen haben. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Bereiche, wo die Landschaftsarchitektur tätig werden könnte. Und hier sollten wir uns auch noch stärker positionieren. Bisschen umstritten, aber doch auch, hat auch seine Berechtigung in der Landschaftsarchitektur, sind temporäre Interventionen. Jetzt diese Nebelduschen sind nur eines, Pop-up-Radwege, Pop-up-Pools, das sind alles Dinge, wo Landschaftsarchitekten beteiligt sind und was in einem Wandel, also wie es der globale Wandel nun mal ist, durchaus notwendig sein wird. Also ich glaube, wir werden uns auf eine wandelnde Zeit einstellen müssen und das braucht Flexibilität und das braucht natürlich auch temporäre Interventionen. Ja, das war mal so ein kleiner Überblick von mir. Ich hoffe, wir haben jetzt noch genug Zeit zu diskutieren und Fragen zu beantworten. Vielleicht gleich jetzt einmal die Frage über die Mitgliedschaft der ÖGLA. Das Infoservice der ÖGLA mit auch dem Job, mit den Jobangeboten bekommt man nur als Mitglied zugesandt. Es gibt aber hausderlandschaft.at. Das ist unsere Online-Plattform und hier informieren wir über alle aktuellen Geschehen in der Szene, in der Branche. Und wenn es da zum Beispiel irgendwelche Ideenwettbewerbe gibt oder also Ausschreibungen oder so, teilen wir hier nicht, weil das ist ein Service, das wir Büros anbieten, aber zum Beispiel ein Ideenwettbewerb der Stadt Wien, dann würden wir das da posten. Also es zahlt sich durchaus aus, da ab und zu hineinzuschauen, ganz abgesehen von den fachlichen Inhalten, die meiner Meinung nach auch sehr hilfreich sind.
Was ihr vielleicht auch kennt, ist das Tollbluch. Das war das letzte. Ein anderes. Das, die Fachzeitschrift, die ÖGLA herausgibt. Da stehen zwar keine Jobinserate drinnen, aber auch immer sehr wichtige inhaltliche Beiträge. Das Heft wurde bis 2020 von dem Forum Ella herausgegeben und mit den gleichen Mitarbeitern haben wir das jetzt fortgeführt bei der ÖGLA und kann ich auch nur empfehlen. So, ich schaue mal in den Chat. Räume sind sehr gut und wichtig, sagt der Daniel von 13.0. Danke, du stimmst mir zu. Finde ich gut. Wo finde ich mit 50 plus und Berufserfahrung, Bildungskarenz, genauso einen Job, wo vernetztes Denken gefragt ist? Ich möchte eher etwas bewirken und weniger Einzelplanungen machen. Klimavierte Stadt, Soziologie, grüne Raumplanung, grün für alle etc. Ziel St. Pölten. Hat jemand einen Tipp von den Büros? Also ich glaube, dass gerade in der Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur jetzt das Alter keine Einschränkung ist. 50 plus hätte ich jetzt gar nicht so dazu geschrieben als zur Positionierung. Natürlich ist es dann schwieriger, wenn man sich schon irgendwie auf was Bestimmtes spezialisiert hat und man hat seinen Werdegang gehabt. Ich glaube aber, wenn man Berufserfahrung mitbringt und auch das gut präsentieren kann, spricht da nichts dagegen, auch sich auch bei Büros zu bewerben, die halt einen Forschungsschwerpunkt haben oder die auch Studien machen, so in der Richtung. Alice, hast du deinen Input? Ja, wir sind... Berufserfahrung ist immer gut. Ja. Die Landschaftsarchitektur in dem Bereich, wo ich und mein Büro, wo wir tätig sind, ist halt so eine wirklich kleine Sparte. Ja. Die hat zwar ein riesiges Feld, was man alles können muss. Ja. Also wirklich von der Detail, also vom Entwerfen, ja, bis zum Detailplanen und bis zur Baustellenbetreuung. Ja. Das ist so spezifisch, ja, dass ich bringe immer, dass wir eigentlich nur Leute nehmen wollen, oder ich habe es schon mit vielen probiert, die auch gesagt haben, ich möchte mich umorientieren, zum Beispiel Architekten oder aus anderen Fachrichtungen, aber man muss wirklich die Liebe zur Landschaftsarchitektur haben und in dem Bereich arbeiten wollen und da auch nach Möglichkeit schon Erfahrung drinnen haben. Ja. Weil es dauert wirklich Jahre, bis man sich das angelernt hat. Und erfahrungsgemäß 3 Jahre, wenn jemand neu anfängt, 3 Jahre dauert es, dass man 2 bis 3 Jahre, dass man ein Projekt dann wirklich auch alleine schon noch mit Rücksprache immer mit mir abwickeln kann. Franz, darf ich mal bei dir nachfragen, wie schaut es denn mit Jobs auf der Uni eigentlich aus? Hast du da einen Überblick? Es sind wirklich Drittmitteljobs vor allem. Wird immer wieder gesucht und die werden dann bei Bedarf auch ausgeschrieben. Also wir haben heute Institutsbesprechung gehabt und wir haben aufgrund eines neuen Projektes jetzt steht eine Ausschreibung an, die dann auch entsprechend veröffentlicht wird, wo man sich dann auch bewerben kann drauf. Es ist natürlich so, dass wir aufgrund unserer sehr umfangreichen Lehrtätigkeit, wo wir vielen Studierenden in Kontakt kommen, die dann auch bei unserem Institut oft mehr Lehrveranstaltungen besuchen, vor allem im Master, dann sozusagen schon einen gewissen Fokus haben und auch Personen, die wir schon kennen, wenn es passt, auch nehmen, zum Beispiel für studierende Mitarbeiter und dann auch Absolventen, wenn es sich anbietet. Wenn nicht, schreiben wir die Jobs immer aus. Die sind dann natürlich offen für die Bewerbung für alle, die, je nachdem, in welche Richtung es geht, Energieraumplanung oder da interessiert sind. Ich lese gerade im Chat eine Nachfrage, wie das ist, so Life-Work-Balance, wie findet man die Waage, wie war das nach dem Studienabschluss?
Also bei mir persönlich, vielleicht gleich mal zuerst, auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, war, weil ich ein Kind bekommen habe, das ich alleine aufgezogen habe und da eine maximale Flexibilität wollte, was auch geklappt hat. Allerdings die Arbeit, also begrenzt sich nicht auf 40 Stunden und ganz sicher nicht von 9 bis 5. Also ich habe die meiste Zeit meiner Erwerbstätigkeit in den ersten 10 Lebensjahren meiner Tochter in der Nacht absolviert. Das muss man auch wollen. Ne? Also gemütlicher ist es, wenn man irgendwo in einem Ministeriumsjob sitzt und seine geregelten Arbeitszeiten hat. Das muss man halt auch können. Ja? Dann muss man halt das absolvieren können. Ich war da immer viel zu sehr Freigeist und wollte das machen, was ich machen wollte. Da muss man halt dafür in Kauf nehmen. Also ich habe keine gute Work-Life-Balance. Ich weiß nicht, wie es bei euch anderen Selbstständigen in der Runde ausschaut. Gibt es nicht. Nein, man lernt es mit der Zeit. Ja? Mit den vielen Jahren muss man es lernen, weil man sonst ausbrennt und irgendwie ein Burnout kriegt. Aber es ist wirklich viel Arbeit. Und ich kann euch ein sehr bezeichnendes Beispiel geben. Vor vielen Jahren hat meine Buchhalterin, meine damalige, gesagt, ja, da ist eine hohe Essensrechnung drinnen. Sage ich, nein, das ist privat, das war meine Geburtstagsfeier, das gehört raus aus der Buchhaltung. Ja. Und sie hat dann gesagt, ja, wer, und ich habe nur sie gesagt, ja, wer war da dabei? Und so, und sage ich, naja, da war meine Grafikerin dabei, da war der Architekt so und so, da war die und die. Und ich habe halt lauter Berufskollegen, die aber auch Freunde sind, aufgezählt. Und sie war so entsetzt, dass sie gesagt hat, dass sie mir die Rechnung aus der Hand gerissen hat und gesagt hat, Sie tun mir leid, Sie haben ja nur berufliche Freunde. Wir nehmen das in die Buchhaltung. Ja. Also das ist ja traurig für Sie. Ja. Für mich war es nie traurig. Ja. Ich habe wirklich viel, es hat sich auch sehr oft vermischt. Ja. Aber natürlich geht nicht immer alles. Ja. Man hat sicher nicht so viel Freizeit wie wenn man einen klassischen Angestelltenjob hat. Ja. Es ist einfach so in der Selbstständigkeit, weil halt immer irgendwas passiert und irgendwer fällt aus dem Team und dann muss man wieder einspringen oder irgendwelche Zeiten verschieben sich mit Abgaben, irgendwas wird vorgezogen. Es gibt in dem Berufsfeld leider oft so unplanbare Terminverschiebungen, ja, die man nicht beeinflussen kann, ja, auch wenn man noch so gut versucht, das zu organisieren und einzuteilen. Das ist wahrscheinlich im Wettbewerbswesen besonders arg, weil wenn der Wettbewerb ansteht, dann steht der Wettbewerb an und dann muss man den vorbereiten. Aber wahrscheinlich ist es bei jedem Projekt auch so. Es ist bei jedem Projekt, ja. Es kommt zu Bauverzögerungen und dann plötzlich geht es wieder ganz schnell los. Also bei den Wettbewerben ist es von Anfang an klar, wann Abgabe ist. Ja. Das ist ja eigentlich noch angenehm. Aber unser Berufsfeld ist halt so, wann ist eine Planung wirklich fertig? Es gibt kein Fertig. Ja? Es gibt immer eine Verbesserung. Ja? Und das macht es so schwierig, wenn ich jetzt in der Mathematik eine Aufgabe löse und was das ist jetzt das, was rauskommt. Egal, in der Buchhaltung meine Buchungssätze verrichte, dann weiß ich, irgendwann bin ich fertig und ich habe es alles gut gemacht. Bei uns ist es so, naja, sollte man vielleicht nicht doch da den Kinderspielplatz oder da was anderes. Es gibt nie, bei der Planung gibt es nie richtig oder falsch. Ja? Und das macht das Ganze dann auch so schwierig, wo man eigentlich nie aufhören kann. Und selbst wenn man selber aufhören will, dann hören die Architekten vielleicht manchmal nicht auf und planen wieder um und dann muss man wieder mitziehen. Und so beeinflusst das Ganze. Darum muss man die Liebe zum Job haben. Ja? Aber genau, das Glück in der Arbeit zu finden. Ja, genau. Das war ein gutes Stichwort. Mit der Zeit lernt man auch mal manchmal Nein zu sagen. Ja. Absolut. Das ist schon auch ganz wichtig. Das Glück in der Arbeit war ein gutes Stichwort. Ich denke auch, dass wenn man älter wird, hat man, also es ist einfach so, man hat dann nicht mehr so viel Energie wie mit 25 und also man kann einfach dann nicht mehr jede Nacht durcharbeiten und man muss einfach dann, wie du sagst, lernen, dass das auch dann mal genug ist und man vielleicht einfach nur blöd vorm Fernseher hockt, statt zu arbeiten oder vielleicht auch Spaß hat. Ja, und einerseits hat man ja, den Satz, den kennt ihr sicher, ja, selbstständig, selbst und ständig. Ja. Aber andererseits kann man sich natürlich auch da manchmal Zeiten rausnehmen. Ja.
Und dann einfach am Vormittag nichts tun, ne? Oder sagen, so, jetzt mache ich halt mal meine Erledigungen, weil man sich ja auch wiederum selber einteilen kann. Ja. Oder echten Urlaub machen, also Urlaub ohne zu arbeiten. Ja. Okay. Muss man lernen, muss man konsequent lernen. Für alle schnell Entschlossenen, neben dem Job von der Alice, den sie schon in die Runde geworfen hat, kommt auch, und auch der Franz hat angeboten, der Realpraktikanten aufzunehmen, kommt auch von Daniel Zimmermann von 3:0 das Angebot, komme gerade aus Graz, die suchen gerade jemanden als Unterstützung für die Planung in der Abteilung Grünraum und Gewässer, aber eben Planung auf Magistratsebene, nicht nur ein Wirken alleine. Also sicher auch eine tolle Erfahrung. Dann war noch die Frage zu den Einstiegsgehältern. Vielleicht, Gudrun, bist du anwesend, weil ich weiß, es gibt eine Studie von der BOKU, wo die Einstiegsgehälter erfasst wurden. Ja, es gibt da Auswertungen von den Befragungen auf der Homepage zu sehen. Also das könnte man dort nachlesen, beziehungsweise Lisa, kannst du es vielleicht suchen unter Absolvententracking Coop. Auf der BOKU-Seite gibt es da den Link zu diesen ganzen Gehaltstabellen. Okay, super. Ich weiß, ich kann mich erinnern, wie ihr uns das präsentiert habt, war ich erschrocken, weil die Landschaftsplanung ziemlich abgefallen ist von den anderen BOKU, also BOKU-Absolventen. Aber es ist, ich glaube, es wird immer besser. Ich habe da auch ein gutes Gefühl mit der steigenden Relevanz und dem steigenden Etablierung der Branche werden natürlich auch die Gehälter besser. Ich finde das sehr optimistisch. Und noch als Tipp, wo ihr nachschauen könnt, es gibt ja die Kollektivverträge sowohl für die Ingenieurbüros auf der, genau, auf der Wirtschaftskammer, genauso wie den Architekten, also von der Architektenkammer, Ziviltechnikerkammer, den Kollektivvertrag. Und da gibt es ganz klare Einstiegsgehälter drinnen, je nach Berufserfahrung, die Jahre und die Ausbildung. Und da sieht man ganz genau, wie das Einstiegsgehalt ist. Zum Beispiel, ja, und wie sich das im Laufe der Jahre mit den Berufsjahren entwickelt. Ja, das war ein super Hinweis. Der Kollektivvertrag ist da natürlich ein Anker. Ja. Dann hätte ich noch eine wichtige Frage im Chat, die ich mir noch wünschen würde, dass sie beantwortet wird. Wie wichtig ist Ihnen eine Spezialisierung der Absolventinnen im Studium? Weil die Frage höre ich auch immer wieder, soll ich schon im Studium? Ich glaube, es gab doch sogar die Diskussion, ob es so Module gibt. Franz, das weißt du vielleicht. Ich bin jetzt die Modularisierung ist im Kommen. Mhm. Da sind wir mitten im Prozess der Umstellung, beziehungsweise derzeit noch in der Konzeption, also noch keine Rede von wirklicher Umstellung. Es war mal die Rede vom Studienjahr 21, 22, dass es beginnt, aber da sind wir wieder weit entfernt davon. Aber diese Modularisierung soll kommen und die finde ich auch durchaus wertvoll, nämlich in der Hinsicht, wenn wir es dann wirklich schaffen, fächerübergreifende Projekte anzubieten. Super. Gerade in der Kombination Landschaftsraumplanung, Landschaftsplanung, da wirklich einmal quer drüber gemeinsam zu arbeiten, vielleicht abgestuft im Semester beginnen in der Raumplanung, um die Strukturen zu planen, die Basis zu schaffen und dann das mitzunehmen in die Landschaftsarchitektur. Das würde ich für sehr wertvoll halten, aber kann ich leider noch nichts Konkretes berichten. Das ist in Arbeit, aber noch nicht wirklich weit. Beziehungsweise tut sich was im Hintergrund, da wo ich nicht involviert bin, ich muss nicht immer dabei sein, das ist etwas, wo ich dann hin und wieder mal was höre, dass sich was tut. Gott sei Dank, etwas tut, ja. Also wenn ich da noch ergänzen darf, mir ist eine Spezialisierung schon wichtig, weil es einfach so viele unterschiedliche Richtungen gibt in unserem Studium. Ich bin ja immer noch dafür, dass Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur eigentlich zwei Studienrichtungen sind, verschiedene. Und dass man sich da schon früher spezialisieren könnte, ja, oder können sollte, also die Möglichkeit hat. Es ist einfach wirklich, wirklich wichtig, das ist ganz wichtig, dass die Studierenden das wissen, wenn wir Bewerbungen kriegen, ja, wo einfach kein Praktikum dabei ist, ja, bisher noch 10, 5 bis 6, 7 Jahren Studienzeiten, da habt ihr keine Chance. Ich muss das leider so klipp und klar sagen.
man muss vielleicht ein Auslandspraktikum gemacht haben, ein halbes. Wir nehmen nur Leute, die schon ein Praktikum gemacht haben, weil einfach die gerade eben was fächerübergreifende Zusammenarbeiten anbelangt. Das ist im Büro so gang und gäbe, ja, und das lernt man einfach viel zu wenig im Studium und darum muss man sich das aus der Berufswelt holen, ja, mit den Praktikas. Und Spezialisierung, ich erwarte von niemandem, dass er jetzt, keine Ahnung, der totale Pflanzenexperte ist oder der totale Tischler-Experte, Möbelbauer, oder jemand, der sich mit Beton total auskennt. Aber man muss wissen, wenn man sich zumindest in meinem Büro bewirbt, dass man in der Landschaftsarchitektur arbeiten will. Und dass man da schon in diese Richtung sein Studium hin fokussiert hat. Wenn man bisher alles mit raumplanerischen und landschaftsplanerischen Arbeiten gemacht hat, dann wird man bei mir keinen Job kriegen. Wie funktioniert das in der Praxis? Ich habe eine Studienkollegin, die hat das Büro Lacon, kennen vielleicht manche, die machen Landschaftsconsulting, Naturschutz, Landschaftsraumanalysen, Biotopkartierungen und so weiter und so fort. Also alles, was ich nicht mache. Und wenn die Bewerbungen kriegen, wo ein Landschaftsarchitekt bei denen vielleicht versehentlich oder wissentlich bewirbt und umgekehrt jemand, der, wo ich mir denke, die sind gut für deren Büro, dann empfehle ich denen das weiter. Ja? Also auch die Büros tauschen sich aus, so wie ihr als Studenten euch wahrscheinlich austauscht und sagt, okay, wo kann man sich bewerben, sagen wir auch, okay, ich habe da jemanden, der ist interessant vielleicht, aber völlig im falschen Fachgebiet, ja. Für mein Büro jetzt, ja. Und darum ist eine Spezialisierung schon wichtig. Aber ich glaube, es ist eh selbstverständlich, dass man sich, wenn man Interesse Naturschutzplanung hat, dann nicht bei einem Büro bewirbt, das hauptsächlich landschaftsarchitektonische Begleitplanung hat. Nicht klar. Wir kriegen immer wieder solche Bewerbungen. Darum sage ich das, ja. Verstehe. Okay, also das war ein guter Hinweis. Bitte schaut euch an, was die Büros machen, wo ihr euch bewerbt und dann auch wirklich eine Richtung finden, in die man gehen möchte. Wir bei Zollplus nehmen jetzt auch immer wieder Praktikanten auf. Also falls ihr gerne schreibt oder euch journalistisch vertiefen wollt oder auch so ein bisschen in das wissenschaftliche Publizieren reinschnuppern wollt, haltet auch da die Augen offen. Wir schreiben das eh auch immer aus. Gut. Ja, genau, da höre ich, es ist auch oft die Verzweiflung, weil es insgesamt zu wenig Jobs gibt, dass man sich halt dann blind für irgendwas bewirbt, wo man vielleicht gar nicht so hinpasst. Das kann ich gut nachvollziehen. Deshalb ja auch diese Veranstaltungen, um euch so früh wie möglich irgendwie zu zeigen, wie es in der Praxis läuft, und euch da eine Richtung zu geben, die ihr gehen könntet. Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich zu wenig Jobs gibt. Ja, vielleicht bin ich da zu optimistisch. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten und man muss halt dann auch flexibel sein und darf sich nicht auf gewisse Büros einschießen, sondern muss man halt schauen, dass man vielleicht mal irgendwas anderes macht oder die Zeit anders nützt, indem man vielleicht, ich weiß es nicht, auch im Ausland schaut. Ich weiß, dass es in Deutschland sehr viele interessante Jobs gibt. Es gibt auch in der Schweiz sehr viele schöne Jobs, wo ich auch wo ich Feedback von Studierenden, die ich so jetzt aus meinem ÖGLA-Umfeld kenne, bekommen habe, dass das eine super tolle Erfahrung war. Und vielleicht ist die Hürde, ins Ausland zu gehen, oft groß, aber ich kann euch nur sagen, es zahlt sich aus, wenn ihr zurückkommt. Das sind die begehrtesten Anwärter und Anwärterinnen. Absolut, kann ich nur bestätigen. Gut. Die Flexibilität bei der Jobsuche ist wichtig. Und ich habe vielleicht vorher kurz erwähnt, eine meiner Mitarbeiter ist eine gebürtige Wienerin, die es quasi auf sich genommen hat, sozusagen ins Waldviertel zu ziehen und hier oben zu arbeiten. Und sie jetzt hat sich hier eigentlich schon niedergelassen, mehr oder weniger. Es ist schon seit 2016 bei mir. Und bin sehr dankbar dafür, dass ich sie habe. Und ich glaube, sie ist auch sehr glücklich in ihrem Job. Also man muss dann halt einen Ortswechsel auch mal in Kauf nehmen. Das ist nicht immer nur in Wien schauen.
Und vor allem, es gibt so, so viele Bereiche, wo man, auch wenn man jetzt nicht viel verdient, was machen kann. Ja, es ist ganz egal, ob ich mich im Bereich Urban Gardening engagiere, ob ich da einer Gruppe beitrete, irgendjemanden leite. Bitte nutzt jede Chance, das habe ich gesagt, ja. Macht euch euer Wunderland auf, ja. Schaut, was würde ich denn gerne tun, ja. Und setzt nicht nur genau dort will ich hin, das mache ich, ja. Wie ich zu studieren begonnen habe, habe ich nicht einmal gewusst, was ein Landschaftsarchitekt macht, weil ich habe angefangen mit Landschaftsökologie. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Job gibt, den ich heute so heiß liebe. Ja. Also öffnet eure Wege in alle Richtungen. Ja. Und irgendwann spielt alles zusammen und plötzlich lande ich dort, wo ich dann weiß, ah, das habe ich gemacht, damit ich da wem kennenlerne, der mir da was weiterempfiehlt. Ja. Aber macht's was, ja. Darf ich da vielleicht als Kulturtechniker auch noch was da? Landschaftsplaner unterschätzen sich einfach zu stark. In meinem Bereich Siedlungswasserbau, ich arbeite viel für Gemeinden, Kanal, Wasserversorgung. Es gibt dort so viele Bereiche, wo man als Landschaftsplaner tätig sein kann. Vielleicht konzentriert euch nicht bei der Jobsuche nur auf Landschaftsplanerbüros. Auch Bauingenieure brauchen Landschaftsplaner. Wir Kulturtechniker brauchen Landschaftsplaner. Also das ist wirklich ein Studium, also wir bei den Kulturtechniker, wir lernen auf der BOKU wirklich breit gefächert. Nutzt das. Und probiert einfach Risiken einzugehen, was Neues zu sehen und zu sagen, okay, ich probiere das einmal. Wenn es nur ein Ja klappt, ist es ja, aber ich habe die Erfahrung. Also bitte das nicht unterschätzen, was ihr alles lernt auf der BOKU. Und da geht es durchaus einmal dorthin, wo ihr sozusagen von der Ausbildung her gar nicht hin wollt, aber das mit eurem Fach zu tun hat. Ich habe mir das schon mal gegeben, einen Monat lang bei einem Gartenbaubetrieb zu arbeiten und dort Rosen zu veredeln bei 30 Grad in der Sonne und im Schatten. Und dann haben wir gesehen, was das bedeutet, um das auch vielleicht wertzuschätzen, welche Arbeit da dahinter steht, wenn man die Dinge dann pflanzt. Oder war auch am Amt in der Landesregierung beschäftigt und habe dann auch gewusst, dass ich das nicht will. Aber man möglichst viele Seiten kennenzulernen, ein breites Bild zu bekommen von dem, was quasi in unserem Tätigkeitsbereich passiert, das schadet gar nicht. Genau, das ist ganz wichtig. Wurscht, ob ihr beim Beleuchtungsplaner arbeitet, beim Verkehrsplaner, beim Kulturtechniker, es fließt alles zusammen. Ne? Die Frage mit dem Homeoffice ist, das ist keine Option. Ja, vor allem. Es ist vielleicht eine Option, wenn man schon sehr viele Jahre zusammengearbeitet hat, aber als Einsteiger ist das sehr schwierig, weil ja ganz viel zwischenmenschlich passiert. Es geht um die Interaktion, um das Zusammenarbeiten in der Planung. Und wir haben auch das Büro durchlaufen lassen voriges Jahr. Ich habe die 3 Monate Kurzarbeit in Anspruch genommen, weil ich nicht wusste, was los ist. Aber wir haben im Prinzip weitergearbeitet mit etwas verminderter Produktivität, aber mit 1. Juli waren wir wieder voll da. Und auch im Büro anwesend halt abwechselnd sozusagen, nicht gleichzeitig, aber Homeoffice und Planungsbüro, das passt nicht wirklich zusammen. Ich muss ganz was anderes sagen. Ja, wirklich? Bei uns ist Homeoffice seit dem ersten Lockdown absolut da, ja. Wir waren auch jetzt wirklich mindestens ein halbes Jahr nur im Homeoffice. Ja, und es war nur 2-mal in der Woche eine Person jeweils alleine im Büro. Ja. Erst jetzt fangen wir wieder an, dass wir pro Tag eine Person ins Büro reinlassen. Also ich bin da ganz streng. Wir hatten auch jetzt eine neue Mitarbeiterin seit 4 Monaten, die nur im Homeoffice war und die den Einstieg so gemacht hat. Die war auch eine Jungabsolventin. Also es ist schwieriger, ja, weil natürlich die Interaktion fehlt mit den Kolleginnen, aber wir haben uns eine sehr gute Struktur aufgebaut, wie wir das über Zoom machen, wie oft wir uns treffen, wann die Besprechungen sind, und da ist ein guter Rhythmus, und wir waren letztes Jahr
fast produktiver als das Jahr davor. Wir hätten es nicht geglaubt, weil wir hätten gedacht, dass wir viel weniger geschafft haben. Aber am Jahresende mache ich zur Weihnachtsfeier immer so eine Rückschau. Und da haben wir alle feststellen müssen, wow, wir haben ja eh voll viel geschafft. Also bei uns ist Homeoffice absolut denkbar. Wir werden es auch zum großen Spannend. Teil. Spannend. Aber ich glaube, ihr seid ja auch ein sehr eingespieltes Team schon, oder? Naja, die eine war auch ganz neu. Ja. Die ist erst seit 4 Monaten dabei. Ja. Die anderen sind eingespielt. Aber trotzdem war es eine große Umstellung natürlich. Aber also ich kann es nur von uns, von der ÖGLA sagen, wir sind zwar nur zu dritt, aber da habe ich oft das Gefühl gehabt, dass man sich so nach ein paar Wochen dann irgendwie verliert. Dann ist es auch wichtig, dass man sich zumindest einmal in der Zeit wieder trifft. Aber das Arbeiten dazwischen, da werkelt bei uns eh jeder irgendwie am eigenen und da ist das sehr gut gegangen. In meinem Büro habe ich den Vorteil, als EPU arbeitest du alleine mit dir, da geht das dann, egal wo du bist. Auch ein Vorteil, also für alle, die vielleicht in die Selbstständigkeit als Ein-Personen-Unternehmen gehen wollen. Gut. Eine Frage ist noch reingekommen, wie schwierig ist es, jemanden über 30 ein Praktikum zu finden oder Berufserfahrung zu sammeln? Naja, es kommt auf die Energie an, also ich glaube, es ist egal. Also man darf seine Ansprüche halt nicht zu hoch schrauben, nur weil man dann schon älter ist. Also wenn man später zu studieren beginnt, dann ist man halt auch später fertig und fängt auch später zu arbeiten an. So irgendwie stelle ich mir das vor. Seht ihr das auch so? Das Alter ist eigentlich, spielt keine Rolle, oder? Wenn man motiviert ist. Alter ist völlig egal. Also mir ist das Alter völlig egal. Ja. Es geht um die Inhalte. Es geht um das, wie man sich in einem Team einbringen kann, wie schnell die Auffassungsgabe ist, was man lernen kann, wie weit man bereit ist, sich auf das einzulassen, um das geht es. Ja. Will ich nur stur meinen Kopf durchsetzen in einem Team oder öffne ich mich und arbeite mit dem Team und mache auch das, was die Chefin sagt oder andere Mitarbeiterinnen sagen, oder bin ich einer, der einfach nur das macht, ich bilde mir das ein und das will ich machen. Ja. So jemand hat in einem Team einen schweren Stand, ja. Aber alles andere, bei mir zumindest, ja, aber alles andere ist mir persönlich für meine Mitarbeiter völlig egal. Ja. Das ist nicht mehr Berufserfahrung, aber dafür mehr Lebenserfahrung, das ist ein unwesentlicher Teil. Also das kann ja auch viel helfen. Und ja. Wie gesagt, das Team muss passen. Oder man muss ins Team passen und das muss der Job gut gemacht werden. Flexibilität ist wichtig, so heute ist das Thema. Also ich möchte gerne das, was die Alice gesagt hat, als Abschluss aufgreifen. Man muss teamfähig sein. Ich glaube, das muss man als Landschaftsarchitekt sowieso, weil man ja ständig mit ganz vielen Partnerdisziplinen zusammenarbeitet und nicht nur mit dem eigenen Team, sondern da kommt man ja an ganz viele andere Teams und wenn man da kein Teamplayer ist, dann hat man es recht schwer. Insofern denke ich, passt das eh gut ins Berufsbild, was ihr gesagt habt. Nachdem keine neuen Fragen mehr im Chat sind und wir schon über der Zeit sind, würde ich vorschlagen, schließen wir die Runde heute und setzen sie gerne ein anderes Mal fort mit weiteren Diskussionen. Danke an Franz Grossauer, danke an Alice Grössinger, danke an Robert Kramer für die Vorträge und fürs Mitdiskutieren. War super spannend, danke Stefanie. Danke dir auch. Ich bin ja auch Landschaftsplanerin noch eigentlich, also war super, eben. Wieder Auffrischung. Und auch danke an dich für die gute Zusammenarbeit, BOKU-Alumni mit der ÖGLA, gehört auch einmal gesagt. Kann ich nur zurückgeben. Dann einen schönen Abend noch. Ebenfalls in die Runde. Und danke den ganzen Zuhörerinnen. Ja, danke fürs Zuhören und dabei sein.